Freunde der Sonne, es wird mal wieder spooky, denn wir haben letztens im Stream auf Twitch, schaut unbedingt vorbei, der Umlautmann und so, Parasocial gespielt, ein Spiel der Chillers A3-Reihe. Das sind aktuell meine Favorite-Entwickler in Sachen Horror-Games, muss ich einfach mal so sagen. Und in Parasocial geht's um eine Streamerin, was eigentlich ganz gut passt, denn ich bin ein hübsches Mädchen, würde ich sagen. Und sie wird gestalkt in diesem Horror-Game. Das Besondere hier wieder, wie bei allen anderen Chillers Arts-Games ist, dass es eine Situation ist, ne? Das Ganze ist eine Situation, die wirklich sein kann und das ist das super Spannende an diesem Game. Von daher, lehnt euch zurück, genießt diesen Stream-Ausschnitt und viel Spaß dabei. So, Freunde, seid ihr ready für Parasocial? Chillers Art, all rights reserved. Aber wenn ihr das spammt, ja, ist nicht mal witzig. Ihr müsst es in einem guten Augenblick droppen. Neues Spiel. Freunde, ich sehe schon. Oh, Gottes Willen, ist das laut. Oh, Füße! Woohoo! Ja, nehmt ihn rein da. Der Wecker klingelt. Space. 19:30 Uhr. Habe ich eine Nachtschicht? Oder was passiert hier? Alle Feuerstock! Dankeschön! Vielen Dank. Feuerschock ist da 10 Monate. WS Enter. Ach so, warte mal. Ach so, oh. Sind wir hier öfter am Handy? Space X. Okay. Gina, alles easy. Wird ein guter Stream. Vertrau mir. Wird funny. So wie die Chips. Okay. Enter. Ah, Asuka, Mama. Oh, Asuka hat mir geschrieben. Hi, Asuka. Enter. Achso. Enter. Das Nikuyaga, was ich gemacht habe, ist im Kühlschrank. Was ist Nikuyaga? Ist das Nikuyaga von Asuka? Wer ist das? Okay. Was schreibt Mama so? Oh, warte mal. Kann man scrollen? Ich habe mehr als 5000 Abos, Average David. Was ist da passiert? Achso, mit Füßen. Spielst du immer noch deine Spiele im Internet? Du musst langsam mal erwachsen werden und dir eine richtige Arbeit suchen. Ja. Kannst das Spiel ein bisschen leiser machen? Ist das Spiel extrem laut? Ja, so müssen Horrorspiele aussehen, ne? Hallo? Ah. Okay. Wir stellen vor unsere neue Speisekarte. Chillers Coffee. Geil. Ja, eben, Jasmin. Ist so. Also sehr... Mama gönnt noch nicht so. Alter, Julian. Gute Heimfahrt weiterhin. Wow, sogar das Spiel hat das Verlangen, über das Video von heute zu reden. Ja. Lasst es uns nochmal versuchen. Blockiert. Alter, Rikia. Ich starte jetzt meine Social-Media-Karriere. Da habe ich keine Zeit mehr für dich. Du Penner. Guck mal, meine Füße. So. Das Game sieht grafisch ein bisschen besser aus als der Rest. Digga, ist das laut. Ist das für euch auch so laut? Oder ist es nur für mich so? Ich kann es für euch noch einen Ticken leiser machen. Erstmal auf Wiedersehen. Meine Mutter sagt, ich soll ausmachen. Alles klar. Katzenfan, gute Nacht und beste Grüße an deine Mom. Nee, passt schon. Bei uns geht's. Okay. Okay. Machen wir mal den Mums warm. Space Taxi. Hallo, meine lieben Follower. Heute machen wir wieder ein Schminktutorial. Hast du Instagram? Yes. David_YouTube. Mann, ich hab's verstanden. Jetzt mach aus. Dankeschön. Kawaii. Der will nur einen Fußbilder-Post simulieren. Nein, will ich nicht. Das sind Fake News. So. Guten, ne? Guten. Marcel, ich grüße dich erstmal. Geh live. Geil. Yo, Annika. Dankeschön. Lässt Küsschen der 100 Bits. Tee-Idee, Früchtetee oder Eistee oder Pfefferminztee? Ist alles nice. Minze finde ich cool. Vielleicht kann man ja irgendwie eine Mischung aus allem machen, so an sich. Oh. Oh, das ist gar nicht gut, dass genau so ein Schrank im Hintergrund ist. Ey, Prediction. Es wird irgendwann einmal in dem Game passieren, dass ich live bin und im Hintergrund geht der Schrank auf und alle im Chat, hö, was passiert bei dir im Hintergrund? Schwierig. Ganz wichtig, stell das Spiel heller, ist auf Standard zu dunkel. Oh. Ja, ey, Nadine, danke für den Tipp erstmal. So, warte mal, Option.
Grafik, Steuerung, allgemein. Ah, Helligkeit. Anwenden. Das ist ja voll hässlich. Kann ich das wieder... Flo 189.279 ja. Lässt Küsschen da 15 Bits. Dankeschön. Flo, danke für 15 Bits. So, wir gehen live, ne? Das ist viel zu hell. Oh man. Shrubby, sie sah nicht gut aus. PC benutzen? Ja. Okay, wir gehen live, Freunde. Vor jedem Stream Virtuami starten. Oh! Ach du Digga, wir sind schon eine Hübsche, oder? Want it now. Okay. Oh mein Gott. Mein Modell ist super süß, egal wie oft ich es sehe. Ach, wir sind VTuber. Süßes Setup, David. Dankeschön. Okay. Cool, es war das Geld wert. Und Senranini ist ein super Name. VTuber. Und nee, da kommt... Oh, warte, was? Da kommt wirklich gleich was aus dem Schrank, oder? Hundertprozentig. Die 10.000 Abos schaffen wir. Ein Spiel bereit haben. Spiel. Was spielen wir? Was ist das denn? Wenn ich mich rechts entsinne, kann man in dem Spiel nicht speichern. Das nervt. Ja, dann muss ich ja jedes Mal wenn neu beginnen. Wenn ich Wasser trinke, es schmeckt nach Klopapier, aber ohne Klopapierkappa. Hä? Kann man das spielen? Okay. Uwo Aigao. Martin hat eine wichtige Frage. Was hat Martin gefragt? Kann Martin das eventuell nochmal reinschreiben? Dann muss ich nicht irgendwie hochscrollen. Okay, muss ich irgendwas machen? Arkham Manto ist eins der ersten Spiele von Schillers Art. Okay, Stream starten. Wo mache ich das denn? Hä? Magst du Anime? Achso. Nein, aktuell schaue ich keine Anime. Read. Hallo? Hallo? Herr Digga, was muss ich denn tun? Oben bei dem Kamerasymbol? Ah! Achso! Gut! Ich gebe heute mein Bestes. Let's go! Ich muss noch zwei Zettel abgeben. Hoffentlich kann ich es heute durchspielen. Hey guys! Today we are playing this game and I must give up two papers. Sheet of papers. Julian! Julian, danke schön für dein Gift. Jetzt ab an Martin. Du geiles Sau, du. Okay, achso, ich kann mich bewegen. N712 gönn heute auf Ehre. Nur noch zwei Stück. Alter, da hat ja ein Chatter reingeschrieben. Wie cool. Sebi, ich grüße dich. Und Julian, ich küsse dein Herz, Mann. Danke für den Support. Mehr Viewer im Game als in echt. Ja, Freunde, warum haben wir keine 450 Viewer? Fast geschafft, aber der Chat ist viel inaktiver. Fast geschafft. Okay, E. Oh, ich habe eine Tür betreten. Sebi, schieß los. Also, schieß bitte jetzt nicht unbedingt los mit irgendwelchen Waffen. I love Nina. Oh. Digga, das ist 10 out of 10 Gameplay gerade. Oh, wir haben schon 700 Viewer. Rein da. Jetzt hat David zwei Streams am Laufen. Ja, was muss, das muss, ne? Wie weit bist du? Lone, ja, also, gar nicht so weit. Ja, wobei doch, fast durchgespielt, Lone. Uns fehlt, achso, wir können sprinten. Junge, ist ja 10 out of 10 Gameplay hier. E. Sie muss noch zwei Zettel abgeben. Ja, wo denn? Nicolas unterstrich Marx lässt Küsschen da 10 Bits. Unrealistisches Game. Chat zu untrollig und nicht nervig genug. Alter, Freunde, danke schön. Nikolas, danke für 10 Bits und Annika. Für jeden Hype drängen. Vielen lieben Dank. 100. Für 100 freaking Bits, ne? Danke für den Ehrensupport. Hä? Aua! Schrobby lässt Küsschen. Renn weg! Was, wenn ich sterbe? 700 Viewer, die alte Botte doch Ome. Oh! Ich glaube, ich habe den Raum gefunden, oder? Rush. Ah!
Solarmax labert Müll. Solche Spiele werden regelmäßig in der Nintendo Direct Partner Showcase vorgestellt. Junge, was war das denn für ein Müll? Ich bin gestorben. So, wie demotivierend. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nicht speichern zu können, ist echt mies. Okay. Das Spiel ist nichts für mich. Du hattest Angst vor dem Ding? Ja, das war ja voll laut, Alter. Puh. Hat wer eine Idee? Wenn du Lust hast? Oh-oh. Trau niemals Fremden Links im Chat. Ich freue mich drauf. Nee, will ich nicht. Okay, www.newsgames.io. Okay, Lina Games. Danke für den Link. Nächste Direct hat das Spiel safe. Warte mal, ist euch was aufgefallen? Nikola-Marx lässt Küsschen da 10 Bits. Martin redet Müll. Das Spiel läuft viel zu flüssig für Nintendo. Da fehlen die schönen Grafikbugs. Man muss aber sagen, das Horrorspiel hier hat eine bessere Grafik als Pokémon Karmesin und Purpur, habe ich so gehört. Ne? Wollen wir nicht lieber Fortnite spielen? Oh, Jasmin, wir können auch gerne machen. Spaß, wir ziehen das durch. Yo, The Freak, dankeschön. Die 96 lässt Küsschen da 100 Bits. Bin im Nachtdienst, muss mich wieder um meine Kunden kümmern. Viel Spaß noch, Meister. Meister, ich wünsche dir super viel Erfolg, viel Spaß auf der Arbeit, ne? Und danke für den fetten Support. Danke für 100 Bits. Dankeschön. Und sorry bei allen, wo jetzt irgendwie die Kopfhörer weggeflogen sind. Junge, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ja, Sebi, klar feiere ich Galaxy-Mucke. Die ballert böse. Galaxy-Mucke, beste Mucke. Den Raum, wo wir gerade gestorben sind, also der Raum, ne? 189, war das der Raum aus dieser Endraum von... Flo, dankeschön. War das der Endraum von, wie hieß denn das letzte Game von Schillers Art, was wir nochmal gespielt haben? Nicht The Closing Shift, sondern das andere Game. Alter, Sunflower, servus. Ich grüße dich, Mann. Hi, hi. Und Nuri, what's poppin'? Ein wunderschön. Ich habe auf den Jumpscare absolut keine Reaktion gezeigt. Night Shift? Ja! Opening Shift, Night Shift, irgendwie sowas. Das war das gerade derselbe Raum? Mal schauen, okay. Aha. New Games. Die Seite benutze ich immer. Let's go. Das Spiel probiere ich aus. Okay. Horrorspiel extra für Senra Nina. Der Plan ist es, das Spiel für jeden Stream zu updaten. Ich hoffe, das gefällt dir. Download. Digga, das ist keine gute Idee, das zu downloaden. Alter, Nuri, wie läuft das Business? Okay, ist das hier? Hallo. Ah, neues Spiel wurde installiert. Geil. Ach, Digga. Was ist das? Warte mal, ist das unsere Wohnung? Warte, was wird da reingeschrieben? Kannst du raus? Schau mal beim Eingang nach. Was ist das? Boah, ich habe gerade schon ein bisschen Gänsehaut hier in diesem Game, ne? Bello-Katze, danke. Erstes Shitstorm, weil ich Kopftuch getragen hatte. Ey, Nuri, das kriegst du hin. Ja, es ist willkommen im Mainstream. Geil, ey. Aber das ist ein sehr, sehr gut... 5. Das ist eine 5. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Leute schon wegen so einer Kleinigkeit rumheulen. Digga, ich bin kann so... Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Okay, kannst du raus? Schau mal beim Eingang nach, okay? Der Chat von ihr ist echt, warte mal. 5. Oh, es gibt mehrere Zahlen, die man haben muss, oder? Gänsevorhaut. War irgendwo eine Nummer? Ja, ich habe eine 5 gesehen. 4 Farben. Warte, rot war 5, ne? Ja, Nuri, hier kriegst du immer gute Laune. Hier können wir so ein bisschen über Leute ablästern, so Gossip-mäßig, weißt du? Hallo! Da war eine blaue 4. Wo hast du die gesehen? Unknown Game. Oder grün. Wo hast du die... Ah! Aha! Grüne 4, rote 5. Genau. Auf dem Stuhl am Küchentisch war, glaube ich, eine blaue 1. Ah! Ah, yo, da! Oder... Na, eine 7. Eine 7, okay. Eine Zahl noch. Hier fährt's niemand außer 157 Leute eben. Das bleibt privat im Internet. Ah, crazy, wie viele dabei sind. Freunde, let's go.
Für Twitch ultra stark. Ich muss gleich ins Bett, morgen wird wieder stressig, aber ich werde den Stream laufen lassen. Annika, Ehre. Aber mach am besten leise. Ich wünsche dir einen richtig geilen Start in die Woche und schlaf gut. Ich glaube, da war was an der Wand neben dem Schreibtisch. Ja, das habe ich ja gesehen. Ah, drei. Geil. Okay. Wir haben's. Okay. Wie du auch mit dem Game-Chat redest. Ja, musst du. Guck mal. Ich stream gerade für zwei Chats. Stuhl, Schiebetüren, Müllsack. Alter, Nina. Danke. Danke für den Tipp, Nina. Hallo. Ich drück doch eh. Also, rot war 5. Hallo? Blau war 7. Gelb war 3. Das war 4, ne? Yay! Wow! Wir haben es geschafft! Danke für die GGs, Guys! Was passiert? Schönheit! Was? Es war etwas gruselig! Man sieht mein Gesicht! Man sieht mein Gesicht! Es geht aber noch weiter, oder? Was? Mein Gesicht? Wunderschön, gefällt mir. So weiß. Uh-oh. Digga, es war einfach triggert. Du hast eine Nachricht, Space. Man hat meine Visage gesehen. Uh-oh, unbekannt. Spiel mein Spiel im Stream weiter, sonst wird's dir leid tun. Blockieren. Oh mein Gott, ist es sehr laut gerade oder geht das? VR-Streamer-Albtraum, ich sag's dir. Es ist was Blödes passiert, man konnte plötzlich mein Gesicht im Stream sehen. Mir hat jemand auch seltsame Nachrichten geschickt. Was soll ich tun? Das macht mir echt Angst. Ich finde das zu laut. Geht. Ey, kann jemand da Nina timeouten? Warte mal. Ich kann es einen Ticken leiser machen. Es geht. Jetzt wieder gut. Sehr laut. Ja, aber wenn's. Ich glaube, das Game könnte öfter so laut werden. Ich mach's für euch mal einen kleinen Ticken leiser. Let's go. So, Bann, I love Nina. Das ist gar nicht gut, tut mir leid, ich bin gerade auf der Arbeit. Können wir uns morgen treffen? Wir besprechen das morgen auf der Arbeit. Wir sprechen das persönlich. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Alles klar, danke. Ja, aber ich muss weiter streamen. Eine neue Nachricht? Es hat geklingelt. Ich habe mir schon gedacht, dass dieses Game Malware ist. Ja, safe, ne? Oh nein. Oh nein. Das wollte ich nicht. Hallo? Es hat geklingelt, ne? Oh, Scheibenkleister. Okay, aber der Nachrichtenton ist so laut. Ja, okay. Guck durch. Hallo? Hallo? Ja, guck doch durch! Da steht jemand. Digga, hat der riesige Füße! Das ist einfach Goofy! Goofy steht da! Oh oh. Sind das seine Füße? Fuck. Goofy hat mich gehackt. Der muss jetzt... Oh, Füße. Oh oh. And his name is John C. Danke fürs John Cena. Vanessa, dankeschön. Es gibt echt ein Horrorgame, was eine Malware bzw. Virus namens Bonzi Buddy nachmacht. Das ist echt crazy. Ich habe leider ein Geräusch hier drin gehört, ne? Das ist wichtig, erstmal die Mikrowelle zuzumachen. Benny, dankeschön. 33 lässt Küsschen da 10 Bits. Ich glaube, die Entwickler, ich kenne das noch nicht. Haben einen ganz bestimmten Kink. Ich glaube auch, Benny. Zuma, das kenne ich noch nicht. Ist das gut? Ich werde immer auf dich aufpassen. Hallo? Alter, ist das laut. Alter, ist das laut. Alter, ist das laut. Alter, ist das laut gewesen. Wo stehen wir jetzt auf? Keine Bedrohung, kein Virus gefunden. VTuber, let's go. Okay. Enter.
Sammle Müll aus dem Mülleimer in deiner Wohnung. Die meisten Streamer haben sich bei dem Spiel sehr unwohl gefühlt. Frag mich warum. Bro, Real Talk. Also ich habe mir noch nie so großartig Gedanken darüber gemacht. UE-Gina. Alter, Big J, dankeschön. Big J, grüß dich erstmal. Gina. Eine gute Kombi, mein Lieber. Ich Gina, dankeschön. Echt gleich den Schuh Smiley mit Freudentränen heulendes Gesicht. Ey Gina, vielen lieben Dank für 200 Bits. Also ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, ist nichts für dich. Also wenn man Horror nicht ab kann ich es voll nachvollziehen. Erstmal danke für den fetten Support. Musst du wissen. Ich kann dir empfehlen, sonst ein bisschen leiser zu machen eventuell. Vielleicht geht's dann. Aber vor allem diese Games, ey, die ballern auch schon böse. Die ballern sehr, sehr böse. Müll, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Müll, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Inventar. Ich habe zwei Müll. Wie viel Müll hast du? Hä? Wie lange geht das Game? Boah, meistens so 2 bis 3 Stunden um den Dreh. Ach, Kacke, habe ich viel Müll. Müll, Müll. Ey, guck mal. Müll schwebt vor mir. Okay. Müll, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Das Beste bei meiner Freundin war, als sie das gestreamt hat, hat ihr Freund sie gefilmt und Insta-Story gemacht. Das stelle ich mir auch sehr gruselig vor, tatsächlich. Müll, Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Ja. Freunde, wenn ihr das spammt, zieht das nicht so. Ihr müsst nachdenken, in welcher Situation ist es am smartesten, das zu ziehen. Titty! Ey! Dankeschön! Gift und Zap an Jonas! Titty, ich grüß dich! Du Jonas, Marcel, schlaf gut! Umlaut. Vielen Dank! Flo 189.279 lässt Küsschen da 10 Bits. Meiner Meinung nach finde ich die Alerts die perfekte Zuschauerinteraktion bei Horrorgames. Das freut mich doch! Flo, dankeschön! Müll sammeln, warum kann ich den Müll hier nicht sammeln? Dankeschön! Aber ich kann den Kühlschrank auf und zu machen. Hä? Ist das ein Bug? Oder warum kann ich diesen Müll nicht raussammeln? Muss ich den Müll irgendwo hinbringen? Ich glaube, du kannst schon den Müll rund... Ah! Bingo. Ja, mal gucken, was hier noch so Schönes passiert, ne? Hallo? Okay. Okay, das mit dem Klopfen ist halt nicht viel Hilfe, viel, das ist eher wie ein Gewürz. Eben, es muss mit Bedacht eingewechselt werden. Dann funktioniert's. Oh. Boah, ich trau dem hier gar nicht, Alter. Okay. Vom eigenen Haus ausgesperrt. Diese dreckigen YouTube-Alerts. Hast wohl nicht jeden Müll eingesammelt. Ja, aber guck mal, hier ist ja Müll. Müll sammeln. Und ich drücke links. Linke Maustaste benutze ich, da passiert nichts. Du musst den Müll zu dem Mülleimer in der Küche bringen. Ah, alles klar. Felix, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Und hab einen geilen Start in die neue Woche vor allem. Ist ja auch schon bald soweit. Antivirus, ja. Schwierig, das mit einem Delay abzutimen. Ja, das ist die Challenge, ne? Bro, gehen die Türen irgendwann von alleine zu? Habe ich irgendeine Mülltonne übersehen? Geil, wie nur die Alerts ihn jumpscaren. Ja, die kicken schon hardcore rein zwischendrin. Kann ich in die Dusche? Natürlich kann ich hier rein. Hä, was ist das für eine geile Ba... Hä? Ist ja voll geil. Huh. Willkommen im Stream. Ich glaube, du musst den Müll wirklich in die Tonne in der Küche bringen. Ja, aber hab ich ja. Oder wie mache ich das? Ich drück ja hier drauf, da passiert nichts. Ah! Ach, Bro! Cheers.
Aha. Let's go. Bring den Müll zur Müllsammelstelle. Ah, Bingo. Jiha! Alter, was ist das für eine süße Maus da vorne? Hallo? Dem Nachbarn geht's, glaube ich, gar nicht gut. Überhaupt nicht sus? Nee, überhaupt nicht, ne? Ich glaube, der Charakter im Spiel wird ein guter Streamer. Alter, hoffentlich! I hope so. Sieht nur ein bisschen aus wie ein Tatort. Nur minimal, ne? Tschüss. Okay. Alter Vater. Wo ist hier Erdgeschoss? Naja. Bro! Was ist das für ein Horrorfahrstuhl? Oh mein Gott. Hi. Wie geht's? Hervorragend, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Was für ein Paket haben Sie da? Ja, wenn Sie nicht reden wollen, ist voll in Ordnung. Tschüss. Schönen Tag wünsche ich. Okay, wir sind gerade einem Geist begegnet. Naja, wir bringen mal den Müll weg. So. Ach, hier zieht jemand ein. Bist du ein Polizist? Oh, er ist wirklich ein Polizist. Sie sehen so aus, als wären Sie darüber verwundert, dass ich hier Müll einsammle. Stimmt schon, es ist ungewöhnlich, dass ein Polizist das tut. Aber ich mache das hier freiwillig. Meine Wache ist in der Nähe. Da habe ich mir gedacht, dann kann ich doch etwas Müll einsammeln. Oh, shit. Oh, Sie bringen ja den Müll raus. Heute kommen die Müllabfuhr, nicht wahr? Sie wohnen in diesem Gebäude. Leben Sie allein? Ja. Verstehe. Passen Sie auf sich auf. Man weiß nie, was passieren könnte, gerade einer jungen Frau wie Ihnen. Melden Sie sich bei der Wache, wenn es Probleme gibt. Wir haben immer ein offenes Ohr. Der ist schon ein bisschen sass. Das war der DHL-Bote am Freitag, der ewig gebraucht hat, um mein Paket zu liefern. Oh man, das war's doch. Fix du. Gleicher Pulli, gleiche Mütze. Psst. Und hier zieht jemand ein, wie es scheint, ne? Er macht ein Sly-Fragenhagel. Oh man. Der Dude eskaliert aber komplett. Vor allem, was für weirde Fragen der gestellt hat. Ja, wenn es Ihnen nicht gut geht, ne? Geben Sie bitte Ihrer örtlichen Wache Bescheid. Hi. Ey, du siehst so freaking gruselig. Vor allem dürfen wir mal sagen, wie klein wir sind? Jonathan! Servus! Der ist verdammt high. Kann man nicht anders sagen. Tschüss, Nachbar! Okay. Er hat den Müll weggeschmissen. Oh mein Gott. Der hat meinen Müll mitgenommen. Der hat meinen Müllsack mitgenommen. Digga, der hat meinen Müllsack mitgenommen. Kann man dem hinterherlaufen? Sus. Ja, das... Also, ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, ne? And his name is John C. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, so süß. ich würde sagen, das war unser Stalker, ne?
Der Typ, der sich gestern Abend so gemeldet hat auf Süß, der wirkt sich safe ein auf unseren Müll. Ja, wenn es ihn glücklich macht, von mir aus, aber dann will ich auch einen Anteil, also geldmäßig natürlich, ne? Wo ist auf einmal der mülltragende Polizist hin? Und Vanessa, vielen Dank von den John Cena, ne? Okay. Hallo? Die Schiebetür? Kann man nicht anders sagen. Oh, man muss erst einen Knopf drücken, ich verstehe. Hast du deine Unterwäsche weggeworfen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da drin war. Warte, wir wohnen ganz oben, ne? Ja, 8. Stock. Ich habe eine Nachricht. Azuka. Ich bin gleich da. Ich komme direkt zu deiner Tür. Du kannst also drin warten. Okay. Gut, ne? Sonnen oh, Hilfe, Digga. Dieses Game. Bin für heute raus. Gutes Gruseln euch noch und einen guten Start in die Woche derum lass. Heilige Makrele. Alter. Sonico! Bin für heute raus. Gutes Gruseln euch noch und einen guten Start in die Woche. Sonico, dasselbe wünsche ich dir auch. Besten Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Hab einen geilen Start. Danke für 100 Bits. Glaubt du jetzt Nein sagen sollen zum Polizist, als er wissen wollte, ob du alleine wohnst? Was wäre dann passiert? Digga, was ist diese Wohnung? Bro, was passiert da drin? Schau mal vielleicht nach dem Stream auf DC. Ich hab dir ein nice Horror Game geschickt. Geil! Okay, da sehe ich mich. Dann hätte er sich eingekackt. Ey, Freunde, ich bin mal ganz kurz auf Klo, ne? Die Getränke drücken. So, rein geht's. Aber warte, was habe ich gedrückt? Ah ja. Hi. Erstmal hier drin chillen. Puh, ich hatte ganz kurz einen Moment, dass hier drin wirklich irgendwer am Chillen ist, ne? Warte auf Azuka. Was wird passieren? Tyler, ich grüße dich! Hallihallo. Okay, hier draußen ist niemand. Oh. Ich habe eine Nachricht. Ich bin da. Okay, ich guck mal in den Schrank. Ich will da nicht reingucken. Hätte ich da reingucken sollen? Erstmal gucken, wer da ist. Hey, Baby. Öfter hier. Hi, Azuka. Bald muss los, wir sehen uns bald wieder. Nimm mich einfach, Luca. Das bekommen wir hin, Meister. Cool, dass du hier bist. Hi, komm rein. Hi. Azuka, bin da. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand hinter dem Vorhang stehen wird. Ja, das Gefühl habe ich auch. Alles in Ordnung? Hast du letzte Nacht nicht geschlafen? Du siehst blass aus. Das ist doch in Japan eigentlich ein Schönheitsideal, oder? Shrubby, welcome back. Reden wir später. Lass uns erstmal ausgehen. Loading. Ha, puh. Oh nein! Kennt ihr den Laden? Dieser gottverdammte Laden. Ja, wo? Hallo? Dieser gottverdammte Laden. Diese gottverdammte Schicht. Junge, die haben den Boden richtig poliert. Hey! Ja. Guck dir das drin mal genau an. Ah, fuck, da ist jemand mit einer Kapuze. Der gute Chillers Coffee Shop. Hi. Schönen Kaffee haben sie da. Was mit dem Laden? Wir haben ein Spiel der Reihe gespielt, der hat in diesem Laden stattgefunden. Mann mit Kapuze. Warum kann ich sein Gesicht nicht sehen? Hi. Oh man. Sonntagabend ist der beste Abend, weil es Horrorsonntag ist. Bloodstorm, Ehre. Ja, Sonntagabend ist immer so der Vibe für Horrorspiele, wie ich finde. Was guckst du dir da an? Das Menü. Guck mal, ich stehe in dir. Du hast echt schöne Augen. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Und deine Bäckchen sind so weich. Und der Durchmesser deiner Nasenlöcher ist einmalig. Das habe ich noch nie gesehen. Dieser Durchmesser. Ui, Memo, dieser Riegel, Durchmesser. Riegel. Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen würden. Ich stehe auf dich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verstehst du? Weil ich auf dich stehe. Okay, ja. Hi. Muss ich mit dir sprechen? Willkommen. Ich möchte nun nicht mehr von David angeschaut werden.
Gleich knabbert sie deine Nase ab. Sheesh. Ja, Vanessa, immer noch, weißt du doch. Der Durchmesser seiner Nasenlöcher ist einmalig. Ihre Bestellung bitte. Roastbeef, Mühnchen und Pizza. Ein heißer Kaffee. Okay, heißer Kaffee. Guck mal. Ist ein guter Emote. Ist das alles? Nee, ich will noch essen. Matcha-Kuchen. Okay, Matcha-Kuchen. Ihre Bestellung können Sie dann an der Theke rechts abholen. Ja, hast schon bestellt? Klar, ich überlege noch, was ich mir hole. Könntest du warten, bis ich mich entschieden habe? Zu spät. Mein Essen ist schon da. Glaube ich. Der Mann mit der Kapuze sitzt immer noch da? Schon eine Weile her, wie geht's dir? Wir haben uns seit dem Schulabschluss nicht mehr gesehen, oder? Wie läuft's so? Davon gibt's mehrere Teile, Bloodstorm. Zwei haben wir schon gespielt. Ja, echt lange her. Zu schade, dass wir nicht auf die gleiche Uni gehen konnten. In der Schule waren wir noch jeden Tag zusammen. Der Typ an der Kasse hat bestimmt auch Angst vor Schichtende. Ich glaube aber auch, der ist schon am Zittern. In letzter Zeit gebe ich mein Bestes, viel von meinem Vorgesetzten zu lernen. Wie sieht's bei dir aus, Mayumi? Ich arbeite auch hart, aber ich habe vor einer Weile ein Auge auf jemanden geworfen. Darling, magst du uns was davon erzählen, von dem heißen Typen? Ist mein Arbeitskollege und ebenso gut aussehen wie hart arbeitend. So wild. Er meint, er steht auf dünne Frauen. Oh, wirklich? Oh, Schatzi, dann hast du aber keine Chance. Oh, Schatzi, das war nur ein Spaß. Bitte beruhig dich wieder. Und trotzdem isst du so viel? Yep, ich hab Lust auf was Süßes. Du willst also, dass er das wahre Du mag? Nicht wirklich. Ich will mich lieber verstellen. Ich will seiner Vorstellung einer idealen Frau entsprechen. Dann sollst du aber aufhören. Aber das hier ist was anderes. Ich brauch meinen Zucker. Was ist denn anders? Du wirst doch zunehmen. Vanessa letzte David hinter der Kassierer war unsere Protagonistin von Closing Shift. Ah, das ergibt Sinn. Ach, cool. Ach, ist das gerade eine parallele Handlung? Das passt schon. Ein, zwei Bissen machen mich schon nicht dick. Hey, du bist schon dick. Und wenn du so weitermachst, nimmst du noch mehr zu. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Wir müssen sofort abbrechen. Bloodstorm, let's go. Hast du dich endlich entschieden? Achso, kann ich jetzt mit allen reden? Na hör mal. Was geht bei dir? Ah, Hasaku. Wo bist du nur hin? Es gab noch so viel, dass du mir hättest beibringen können. Also diese Frau würde ich auch ausführen. Malkador, dich würde ich ausführen. Digga, können die bitte aufhören, Freundin zu sein? Ohne dich kann ich nicht weitermachen. Es gibt noch so viel zu lernen. Warum? Du kannst auch einiges von mir lernen. Was kann ich von dir lernen? Du starrst einfach an eine Wand, Alter. Oh, Malkador, du bist einfach zu cute. Okay. Wir reden hier noch mit Olaf Scholz. Entschuldigen Sie, junge Frau. Guten Abend. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ist das eine Freundin von Ihnen? Völlig normales Verhalten, true, ne? Ja, das ist meine Freundin. Ja. Freut mich zu hören. Ich mag den Kaffee hier. Aber der Geschmack verändert sich immer, wenn bald was passiert. Er schmeckt wieder seltsam. Hä? Ich werde das Gefühl nicht los, mit dem stimmt etwas nicht. So sicher Japan auch sein mag. Nicht jeder hat noch alle Tassen im Schrank, man muss also immer auf der Hut sein. Bro, Stefan, true, Stefan Raab einfach. Ich habe so ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Passen Sie bis dahin auf sich auf. Ich muss meine Bestellung abholen. Aber krass, dass diese Games so parallel spielen anscheinend. Crazy. Ja, rein in die Masse, ne? Oh, Memo Kuchen. Ui, Memo. Rein da. Also, sehen Sie diesen Typen da hinten? Alter! Alter, Stefan, danke für 32 Monate. Bro, auf der Stufe 3. Ey, Kuss geht raus. Vielen Dank. Dankeschön.
Und nach Tara und Shiny giftet auch ein Sub an Phi. Vielen Dank für euren Support, ne? Das ist super, super lieb. Dankeschön. Miladonika 95 lässt Küsschen der Al und Annika. Was heißt Kekwe? Das ist ein lachender Emoji. Es ist einfach so, yo, wenn was Lustiges passiert, schreibt man so Kekwe rein. Auf ganz simpler Basis. Danke für 100 Bits, Annika. Was ist Parasocial für ein Spiel? Ein Horrorspiel. Ein gutes Horrorspiel. Kann man nicht anders sagen, ja? Yeah? Okay. So, weiter geht's. Hi. Du meinst, man könnte dein Gesicht im Stream sehen. Was ist passiert? Mein Avatar war auf einmal verschwunden. Wie kann sowas überhaupt passieren? Hast du deinen PC schon auf Viren geprüft? Ja, aber nichts gefunden. Verstehe. Wurde dein PC vielleicht gehackt? Weißt du noch, was du während des Streams gemacht hast? Ich habe ein Spiel von einem Zuschauer gespielt. Das muss es sein. Das war vielleicht ein Fan. Am Ende des Tages weißt du aber nicht, was für eine Person wirklich dahinter steckt. True. Du darfst nicht einfach irgendwelche Dateien öffnen. Lass die Finger von dem Spiel, ja? Yeah? Ja, also was das angeht. So einfach ist es nicht, was? Was ist passiert? Ich habe eine Drohnachricht bekommen. Er hat mir gesagt, ich soll das Spiel weiter streamen. Das sind die seltsamsten Nachrichten. Digga, wer ist das im Hintergrund? Warum ist die Person im Hintergrund so gruselig? Wer ist das? Warum? Hi. Bro, was ist das? Was ist das? Ich liebe diese Game-Reihe so sehr, weil die so random ist. Oh, Bruder, besser hat die mit als Pokémon Scarlet und Violet. True, ne? Du darfst nichts von dir zeigen, sonst stehen Mütter an der Tür. Das geht ganz, ganz schnell. Bro, gib einfach das Stück Kuchen her und verpiesel dich wieder. True. Unangenehmer geht's nicht. Warte mal. Guck mal, das war gerade. Alter, der guckt einen Stream von mir. Bro, der guckt einen Stream von mir. Das ist so ein Typ, der so sagt, Hi, Kevin. Das ist furchterregend. Das zu ignorieren können ist noch... Okay. Guck mal, der guckt gerade einen Stream von mir. Das bin ich, glaube ich. Wenn das Spiel selbst okay aussieht, wäre es wahrscheinlich besser, es weiter zu streamen. Was ist das denn? Alter, Malkano! Danke für 3 Streams in Folge. Wer würde sowas nur machen? Eines kann ich dir sagen. Keinen deiner Zuschauer kennst du persönlich, du kannst also gar nicht wissen, was sie wirklich denken. Gina, true, ne? Das war einfach ich auf der nächsten Gamescom. Ja, hoffentlich, ich würde mich wohlfühlen. Das stimmt. Wie dem auch sei, dass ein paar Fans dein Gesicht gesehen haben, sollte kein allzu großes Problem sein, oder? Was soll schon passieren? Das Gebäude, in dem du wohnst, hat automatisch verriegelnde Türen. Mach dir keinen Kopf. Du hast wahrscheinlich recht, es bringt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. True. Alter, Sunflowers, auf dich, du süße Maus. Hast du nicht erzählt, dass du mit deinen Freunden Schluss gemacht hast? Ja. Warum, was war los? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Ich brauche mindestens 20 Zentimeter. Er hatte nur 19,5. So eine Scheiße. Annika, stay hydrated. Aaron Icy, hi. Sie war es, sie ist die Mörderin. Ah, ich verstehe. So ist das Leben. War es gut, wenn du über noch was sprechen willst? Lass es mich wissen. Oh mein Gott. Also, dann wollen wir los? Ja? Hä? Was ist los? Hinter dir. Hinter mir? Digga, wie dreht sie ihren Kopf? Alter, die hat den Kopf einfach gebrochen. Was passiert? Jag mir doch keinen Schrecken ein. Oh, Sunflowers, true. Das ist so eine alte Regel, ne? Ich krieg Gänsehaut, lass uns gehen. Junge, dieser Typ. Er guckt einfach. Ab hier bist du alleine sicher. Hat Spaß gemacht. Digga, die wird gleich so abgeschlachtet. Basti, was geht? Willkommen im Stream. Ruf mich jederzeit an. Ja, wir sehen uns. Alles klar. Tschüss. Der hat ein Foto oder Video gemacht. Verdammte Kacke. Wird sie jetzt abgeschlachtet? Ich kann nicht mehr raus. Okay. Mach nochmal auf, bitte. How to Nacken brechen. Er hat, bevor er aufgestanden ist, auf seinem Handy ein Foto der Dame angeguckt. Ach so, ist das so? Oh mein Gott, das habe ich leider voll verpasst. Also, er hat mich wahrscheinlich erkannt, weil mein Gesicht geleakt wurde und wollte einfach nur gucken. Okay.
Digga, jetzt hast du mich erwischt. Mein Herz, niemals. Verdammt, Digga, wie er reinrennt. And his name is John C. Ah, ja, Hatu. Junge, was ist da eigentlich passiert, ey? Vanessa, danke, danke schön. Für den John Cena. Oh oh, die blaue, guck mal, der blaue Raben ist weg hier in der Nachbarstür. Ey, schließ bitte 10, kannst du abschließen? Bitte schließ 10-fach ab. Junge, WDF, ich hab mich so erschrocken, konnte nicht aus dem Fullscreen raus. Oh nein! Was war das? Gehe live. Als ob ich jetzt live gehe, Junge! Bro, Füße! Er hat auch ein Passwort für den Eingangs, für die Eingangstür. Ja. Ja, er hat mich wahrscheinlich beobachtet, ne? Digga, kann Asuka nicht für immer hier wohnen, bitte? Digga, wie langsam diese Gardinen auch aufgehen. Kannst du dir nicht ausmalen. Bin vom Sessel geflogen. Manu, sehr, sehr gerne. Man hilft, wo man kann, nicht wahr? Man kennt jetzt der... Ja, er kennt mein Stockwerk leider. Bro. Woher kommt der Schraubenzieher? Woher kommt der Schraubenzieher? Warum habe ich den? Der lag da noch nicht. Digga. Ist hier schon jemand in der Wohnung? Hä? Hä? Okay. Spiel einfach weiter, macht Spaß. Ja, ja. Hallo? Ey, das wäre ein perfektes Versteck. Ey, Stalker, ne? Wer hat keinen Schraubenzieher bei sich zu Hause? Ja, aber der lag da noch nicht. Willst du noch brauchen? Okay. Das wäre das perfekte Versteck für einen Stalker, wollte ich nur mal so sagen an der Stelle, ne? Ist hier jemand unter meinem Bett? GG nochmal zu deinem Sieg gegen Schneider. Alter, Tommy, dankeschön! Ich war stets bemüht und das zählt, nicht wahr? Warum liegt das Kissen da auf dem Boden? Gar nicht gut. Was ich in dem Spiel eigentlich gar nicht so schlecht finde, ist, dass es hier um realen Horror geht. Ja, ja, eben, das ist so geil, ne? Ich feiere das auch übelst. Okay, naja, gehen wir mal live, ne? PC benutzen, ja. Na, es muss ja weitergehen. Imagine, jemand ist einfach die ganze Nacht lang unter deinem Bett und du erfährst sie erst nächsten Morgen. Boah, das ist so eine Horrorvorstellung. Also guck mal, ich liebe realen Horror. Ich liebe realen Horror. Und es gab mal so eine Phase, wo ich mir auf YouTube immer so ey, also das, was ich jetzt sage, ne? Guckt euch das am besten tagsüber an, wenn ihr das nicht abkönnt. Weil tagsüber ist immer einfacher als abends, bevor es dunkel ist. Aber ich habe mir mal auf YouTube solche Videos reingezogen. So die 10 gruseligsten vor der Tür Kameraaufnahmen in den USA. In den USA haben super viele solche Kameras vor den Türen. Und Digga, das ist schon hardcore, was da teilweise passiert. Ne? Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oder beispielsweise, es gibt auch so andere gruselige Videos. Ich gucke mir das niemals an, never. Ja, Mann, habe ich auch gesehen. Voll gruselig, ne? Da gab's ein Video, oh Digga, ich hab Tränen in den Augen. Guck mal, das ist so ein Phänomen, da habe ich letztens mal mit, vor Jahren mal mit Phil drüber geredet. Und mich hat immer interessiert, warum das so ist. Aber ich bekomme immer Tränen in den Augen, wenn ich an so eine verdammt gruselige Situation denke. Und ich habe mal so einen Psychologiestudenten, mit dem ich mal gekennert habe, gefragt, yo, woran liegt das eigentlich? Und er meinte so, ja, also ein Grund dafür könnte halt sein, wenn man ein sehr, sehr krasses Empathievermögen besitzt oder generell eine sehr, sehr gute Vorstellung. Und jedes Mal habe ich Tränen in den Augen, wenn ich so an so super gruselige Sachen denke. Aber da war so ein Video bei so einer Überwachungskamera. Da war ein random Dude, der einfach über mehrere Stunden die Türklinke geleckt hat. Einfach über mehrere Stunden hat er diese Türklinke geleckt und das hat diese Kamera aufgenommen. Und irgendwann ist der Dude einfach weggegangen. Das ist so gruselig. Ja, Martin, ja. Aber imagine, du stehst auf,
kriegst du eine Benachrichtigung wegen der Überwachungskamera. Auf einmal siehst du da, wie jemand stundenlang deine Türklinke draußen geleckt hat. Alter, what the... Lecker, geil, oder? Oder was auch so eine übelste Horrorvorstellung ist, seitdem schließe ich mein Auto auch immer ab. Ich habe mal so ein Video gesehen, auch aus den USA natürlich, wo irgendwie so ein Autofahrer halt irgendwo lang gefahren ist, an random in der Stadt. Und auf einmal ist da so ein Dude am Straßenrand, der da so steht. Und hätte er das Auto nicht abgeschlossen gehabt, dieser random Dude, der einfach versucht, die Tür aufzumachen. Das ist auch so eine Horrorvorstellung von mir. Der fragt auch safe nach benutzten Docken. Ich glaube, in der Socken, ich glaube auch, ja. Das ist super gruselig. Okay? Da hauen wir erstmal hier V-Tube rein, genau. Der hatte safe Eisenmangel, glaube ich auch. Tim, das könnte auch hier passieren, true. Boah, ich weiß nicht, ob ich da auch den Basie geschwungen hätte. Ja, also irgendwas hätte man da machen müssen. Und wir gehen live. Ich spiele heute das Spiel von gestern weiter. Warum tust du das? Ist sie vielleicht eine Prinzessin? Schließlich muss man sie retten. Super Atmosphäre, viel Glück. Zeigst du heute nicht dein Gesicht? Ich freue mich drauf. Die Polizei ist der Gegner? Alles in Ordnung wegen dem Face-Reveal von gestern? Na klar. Alter, ich habe über 3000 Zuschauer. Das hatte ich mal nachts in der Stadt, dass man versucht hat, meine... Caro, wo und wann, wie ist das passiert? Aber es war abgeschlossen, oder? Alter, ist das gruselig. Alter Vater. So was mit dem Auto ist bei mir in der City passiert. Absolute Horrorvorstellung. Ich soll einer Frau helfen, nicht von der Polizei geschnappt zu werden, okay? Dann tun wir das doch mal, ne? Bro, warum sieht das Spiel aus wie bei uns irgendwie so Gänge? Ah, Hilfe! Oh oh. Kommt der Polizist jetzt gleich hier hin? Vielleicht muss ein Schalter, was der wohl macht, das frage ich mich auch. Einer meiner größten Ängste ist, dass ein Einbrecher kommt, während ich da bin, gar keinen Bock drauf. Ja, das ist... Ich fühle das. Aber ey, auf den Tisch klopfen wird nie passieren. Das wird nie passieren, Freunde. Oh. Boah, das Game macht mich viel zu nervös. And his name is John C. Kletter doch, Mama. Ich hab so Angst. Oh, Mama! Wer bist du? Oh, Mann, oh. Danke für das, John Cena. Oh, Digga, es ist so kacke, aber das macht so gruselig. Digga, was ist das, Mann? Bro. Digga, was ist das? War ich hier schon? Ah, noch ein Schalter. Oh mein Gott. Ich brauche einen Schlüssel, ne? Okay, dieser Alert. Ist geil, oder? Ich bin, was Einbrüche angeht, auch ganz paranoid geworden, seitdem ich alleine wohne. Oh. Ich hab's geschafft. Geil. Eine Frau? Ist das eine Frau? Glückwunsch. Weiter so. Schön. Gut gemacht. Danke. Vielleicht muss sie hierher bringen. Yay. Geil. Wollen wir mal. Meine schlimmste Vorstellung ist, wenn jemand mich so auf eine kranke Weise stalkt. Ja, ey. Hoffentlich passiert das nie, Freunde. Wird nie passieren. Frisch nach Hause, jawohl. Oh, und ich grüße dich. Guten Abend, Meister, aber du bist gut nach Hause gekommen. Safe Call. Wir sind heute nach Hause gefahren, aber hat alles wunderbar geklappt, Meister. Freue mich, dass du auch wieder zu Hause bist. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, Digi. Hab mich auch gefreut, dich wiederzusehen. So, bei uns wurde eingebrochen und die Leute sind geflüchtet, als sie meinen Onkel sahen. Es wurde nicht geklaut und die Nachbarn dachten Bauarbeit lärmen uns. Boah, es ist... Ja, hoffentlich passiert sowas nie. Und es wird auch nie passieren. Ich hab's geschafft. Sieht so aus, als wäre das Level zu Ende. Das Gameplay war deutlich besser als das des letzten Levels. Also gut, das Level ist geschafft, also beende ich den Stream für heute. Tschüss! Digga, was ist das für eine Person auf dem Hintergrund eigentlich? Yui Ae Ole? Ich bin erschöpft. Ich sollte ein Bad nehmen. Weiß ich nicht. Ich fühle mich in dieser Wohnung sehr unsicher, muss ich sagen. Stream seit 3 Minuten. Digga. Bro, ich will kein Bad nehmen. Ich weiß nicht, ob du ein Bad nehmen solltest. Digga, ich fühle mich... Alter, also dieses Game, ne? Die Grafik ist ja nicht besonders, aber ich habe so Gänsehaut bei der Vorstellung,
weil wie ihr schon sagt, es spielt mit realen Horror und ich fühle mich richtig unwohl gerade bei diesem Game, aber ich feiere das richtig. Digga, lass ich so Wasser rein? What the fuck? Oh, Digga, ich will nicht baden. Richtig weirde Story war, an einem Morgen, wo ich allein zu Hause war und aus dem Fenster geschaut habe, stand da einfach ein Obdachloser im Garten und hat sich am Kirschbaum bedient. Ja, okay, also, solange er nicht gruselig reingeguckt hat, aber, ja. 279 lässt Küsschen da Flo, dankeschön! Alter, oh, und es gibt 10 Teile oder so gefühlt, richtig viele. Digga, was ist das? Ist das ein Geräusch? Dass die Badewanne fertig ist? Bro, das ist ja voll gruselig. Ey, no joke, wenn ich so ein Badezimmer hätte, ich würde mir hier eine Glotze hinmachen. Das wäre ja so geil. Ausziehen! Warum ist die Tür auf einmal auf? Okay. Hoffentlich hat er nirgendwo eine Kamera. Oh nein. Ja, Caro, ich habe auch gerade dran gedacht. Ist die Tür von alleine zugegangen? Oh nein, da geht eine Tür auf. Ich kann doch nicht auf Pause drücken. Oh nein, da. Oh. Oh, und alles easy, Mann. Hallo? Ich will raus! Geh doch raus! Oh mein Gott! Da in der Spiegelung steht jemand! Tillig-Fässer, hi. Never feel safe, mon boy. Oh, natürlich. Hey, Baby. Mach mal die Wäsche, es ist zu spät für einen Baseballschläger, ja. Oh mein Gott. Warum? Loading. Oh, Füße! Junge Vandal, ich würde das sofort tun. Vor lauter Angst konnte ich nur schlecht schlafen. Ach, woran das wohl liegt? Das gestern war ein übersinnliches Phänomen. Kashima, ich grüße dich! Alter, dort zappt es bei mir, ist alles fit. Ich hoffe bei dir auch. Dabei glaube ich nicht, dass ich eine spirituelle Seite habe. Soll ich darüber mit jemandem reden? Ja. Was ist das? Chillers Residence, ich bin Miyamoto. Alter, einfach Nintendo. Die Managerin des Gebäudes, bitte kontaktieren Sie mich, falls Probleme geben sollte. Ja, Sie anrufen sofort. Ich mache mir Sorgen wegen gestern. Anrufen. Erklärt alles, True. Miyamoto, Managerin des Chillers, der Chillers Residence. Ich hab da mal eine Frage an Sie. Entschuldigen Sie bitte, aber wohnen Sie in Schillers Residence? Können Sie mir Ihre Zimmernummer sagen? Zimmer 705. Zimmer 705, Sie müssen Frau Nina sein. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mehr über die Vergangenheit dieser Wohnung erfahren. Vergangenheit? Glauben Sie etwa, Ihre Wohnung ist so eine... Was? Stigmatized Property? Was heißt denn das? Haben Sie auch Currywurst? Was heißt das? Weiß es jemand von euch? Das ist, glaube ich, nicht die Managerin, oder? Das klingt echt sass, ne? Oh nein. Nein, der Stalker hat jetzt meine Telefonnummer. Nee, der hat ja eh meine Telefonnummer. Oh. Warte mal. Was heißt denn das? Muss ich googeln?
Stigmatized property. Warte, hä? Stigmatized property, ist das auch ein Game von der Reihe? Übersetzung. Du Blödi. Stigmatisiertes Eigentum, Übersetzung. Alter, Deda, danke für den Follower. Was heißt ein stigmatisiertes Eigentum? Was heißt das? Und was heißt Stigma? Hä? Okay. Oder sowas ähnliches? Nee, es gab keine besonderen Vorkommnisse in der Vergangenheit, okay? Ja, oh, und muss so, ne? Easy. Wenn dem so wäre, hätten wir sie bei ihrem Einzug darüber informieren müssen. Es gibt also keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Sollte aber doch was Ungewöhnliches passieren, könnte es ihr Geist sein, der ihnen einen Streich spielt. Wie dem auch sei, das liegt wahrscheinlich nicht an der Wohnung selbst. Aber sollte doch was passieren, sagen wir zum Beispiel, dass sie Probleme mit einem Stalker haben. Stigmatist heißt, dass Henry Stickman dein Vormieter war, Chatting. Wird in der Soziologie im Prozess verstanden, durch ein Individuen bestimmte andere Individuen in eine bestimmte Kategorie von Positionshabern einordnen durch Zuschreibung von Merkmalen. Digga, what the fuck? Dann können wir Ihnen eine Beratung anbieten. Wir helfen Ihnen gerne, aber sollten Sie mit irgendwas Probleme haben, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. Gehe live, steht oben rechts. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ala Kashiva, Ehre! Es freut mich doch. Es freut mich zu lesen, Meister. Oh nein. Auf Deutsch Vorurteile. Ach so! Ja, Benny, danke. Oh Mann, ey. Vor allem, wie lange habe ich geschlafen? Bis 19 Uhr? Hat endlich mal wieder Zeit, in den Stream zu kommen. Ala Kashiva. Das freut mich mega. Real Rap Meister. Okay. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich sag's, wie es ist. Das war ich. Okay, wir gehen wieder live. Oh, ich will diese Spiele nicht mehr spielen am PC. Mann ey, die sind voll kacke. Oh Mann, dieser Hintergrund. Weißt du, bei den Texturen sparen die aber Hauptsache RTX. Was ist RTX? Was bedeutet das? Telequester, das ist ein Horrorgame, was wir spielen. Oh nee, Digga. Die soll mal lieber eine Runde Fortnite streamen. True. Laser Kirby Fan, grüß dich. Wie weit sind sie schon? Keine Ahnung. Wie lang geht das Game? Raytracing, also Echtzeitspiegelung. Ah. Ja, du, man muss ja irgendwie flexen, ne? Digga, wie lang geht dieses Spiel? Hilfst du heute wieder dieser Frau? Wie ist es heute? Zeigst du dein Gesicht? Schau zum ersten Mal zu. Alter, Apple, Ehre. Ah, Your Eyes Catch kriegen wir hin. Was hast du für eine Grafikkarte? Ich habe eine 370. Nach Tara und Shiny, ich sehe das. Es sieht so ähnlich aus wie gestern. Ist das ein Supermarkt? Viel Glück. Digga, diese Isle of Nina. Oh nein, ich muss weglaufen. Oh nein. Nicht, dass hier wieder diese gruselige Frau kommt, Alter. Die war echt unangenehm. Digga. Ach. Die gruselige Frau und der Nachtwärter. Oh oh. Oh oh. Oh nein, nicht, dass er mich sieht. Kann er mich überhaupt bekommen? Bro, was ist das für ein freaking Labyrinth, Alter? Oh, die gruselige Frau. Oh, Digga. Ich scheiß mir ins Hemd, Bro. Warum ist sie so groß, dass sie über alles gucken kann? Sie hat als Kind viele Fruchtzwerge gegessen. Und an vielen Türklinken geleckt. Geleggte. Oh oh. Dieser scheiß Nachtwärter. Das ist einfach Five Nights at Kack-Grafik. Oh. Da war eine Tür, du musst die Frau. Oh Mann, diese dreckige Frau. Oh Jemini.
Das Minigame ist auf ein echtes Game von ihm bezogen. Wie? Echt jetzt? Hast du den Hebel? Ja, welchen Hebel denn, Mann? Alles voll mit Chips und Getränken. Alter, Dedan. Gönnerisierung. Oh mein Gott, Digga, der haut mich ja um. Oh, ich hab Reiko gefunden. Ja, wie kriege ich die alle? Ach so, ich muss den Hebel betätigen. Du, was, Reiko? Sie ist also Reiko-san. Okay. Ja, wie Chillers Coffee, nur in einem normalen Supermarkt, okay. So, wo finde ich den Hebel? Wenn es dieselbe wie gestern ist, musst du die Frau zur Tür bringen. Ja, aber dafür brauche ich erstmal diesen dreckigen Hebel. Kannst du nicht einfach rausgehen, du gruselige holde Maid? Das Game bringt mich so unter Druck, ne? Türklinken lecker LP, rein da. Oh oh. Es muss ja hier irgendwo sein. Hier war ich noch nicht. Okay. Du bist ein taubes Würstchen. Wir alle sind taube Würstchen. Ey, nach Tara und Shiny, vielen lieben Dank für die 2 Euro. Nein! Bro, halt dein Maul. Aua! Aua! Dankeschön! Hast du dein Bad gestern genossen? I Love Nina schreit, hast du dein Bad gestern genossen? Oh Mann, oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Bro, der ist ja voll wack, Alter. Oh Gott, der Fernseher ist von alleine angegangen. Ist er kaputt? Vielleicht ist meine Wohnung ja verflucht. Hey, das war's. Was ist los, Nina? Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, Digga. Bro, dieses Game macht mich seelisch fertig. Oh mein Gott. Oh, danke schön! Alter, besten Dank für 3 Monate, Meister. 307 ist seit 3 Monaten dabei wie eine Lawine. Vielen Dank für den Support. Verdammt. Dieser scheiß Nachtwärter. Muss ich hier entlang? Ja? Ja, geil! Komm hinterher, bitte! Dankeschön! Geh durch! Ja! Woo! Oh Gott, weißt du, wie dein Ingame-Charakter heißt? Ich habe keine Ahnung. Hehe. Ich bin hungrig? Glückwunsch zum Durchspielen des Levels! Danke! Alter, ich bin echt hungrig, ne? Ich habe nichts anderes erwartet, Nina. Oh, Alter, Benny, let's go. Verdient. Flo, danke schön. Zum Glück habe ich die Lautstärke ganz unten. Ich zog jetzt auch was, damit ich mir die Hälfte mitbekomme. Alles klar, Markadorf. Viel Spaß. Imagine, eine richtige Nina will irgendwann hier was reinschreiben und ist für, ja, 700.000 Sekunden gesperrt. Okay, gutes Timing. Dann mache ich für heute Schluss. Ich bin morgen wieder da, also schaut gerne vorbei. Digga. Ey, Yuri Rice... Ich sag's dir. Ich kratz gleich ab. Hab ich noch was im Kühlschrank? Ist dein Abendessen? Oh nein, hier wird irgendwas anderes im Kühlschrank. Warum liegt das Telefon auf dem Boden? Oh nein, das ist die Fernbedienung. War ja klar. Was soll ich machen? Uber Eats, Supermarkt in der Nähe. Streamzeit 5 Minuten, hast dich verbessert. Jawohl. Irgendwer muss den Account I Love David erstellen. Ja, das kann gut sein. Uber Eats. Damit sind wir, glaube ich, sicherer. Ja, einmal ordern, bitte. Ich weiß halt nicht, ob es gut ist, drin zu bleiben oder ob es schlecht ist. Nächste Mario Macher Stream auch nach einem Level aufgehen. Smart! Ist dein Abendessen? Hä, wie denn?
Ist das Essen schon da? Was, wenn der Stalker das bringt? Ich glaube, wir haben keine Wahl. Gabi Fortman ist nicht da, oder? Okay, wir gucken erstmal bitte da oben durch, genau. Hallo? Hallo? Hallo, guck doch durch! Okay. Das könnte ein Uber... Das ist UHA, nicht Uber, UHA, okay? Ja, hoffen wir mal. Typhoon, das ist ein Horrorgame, ja. Das ging ziemlich schnell, Vanessa. Zu schnell. Hi. Hättest du Takoyaki bestellt? Nein. Pizza, richtig? Splatty, ich freue mich auch schon auf das Level. Nein. Warte kurz. Du bist doch die VTuberin, die aus Versehen ihr Gesicht gezeigt hat, oder? Heute ist mein Glückstag. Ich bin schon lange ein Fan von dir. Mach immer weiter so. Was And his name is John C. Ich bin wirklich am Schwitzen, ne? Ich bin am Schwitzen. Ich bin wirklich am Schwitzen. Puh. Dankeschön, Vanessa. Mann, bin ich froh, dich getroffen zu haben. Ah, du sollst die Tür nur mit der Sicherheitskette öffnen. Sei immer vorsichtig. Der liegt... Was war mit dem los? Mann, habe ich einen Hunger. Ich habe wohl keine Wahl. Keks mit Hose! Dankeschön für 5 Monate! Keks mit Hose ist seit 5 Monaten dabei wie eine Lawine. Nach Dara, nein, nein, nein. Also, Lieferdienst habe ich noch nie erkannt. Weil, ja, ist glaube ich nicht so die Zielgruppe tatsächlich, die Lieferdienste. Das kam noch nicht vor. Ich gehe zum Supermarkt, oh nein. Everybody make mistakes. Everybody has those days. Eventuell war das ein Fehler, dass du einen Uber-Fahrer genommen hast. Ja, ich glaube ja. Ja, ich dachte im ersten Moment, yo, vielleicht ist es ganz sinnvoll. Mi Nintendo 33 lässt Küsschen da 10 Bits. Du hättest dem Stalker gegenüber Dominas zeigen sollen und den Übertypen ins Bett nehmen sollen. No love, Nina. Benny, das wäre eine gute Idee gewesen. Danke für 10 Bits, Bro. Und Nikolas? Ey, vielen lieben Dank für deinen Gifted Sub, ne? Dankeschön. Nikolas unterstrich Marx gönn heute auf Ehre. Da ist jemand am Rauchen. Hi. Das ist eine Frau. Hi. Gebäudemanagerin. Sie sind Frau Nina, richtig? Wer sind Sie? Ey, Nikolas, vielen lieben Dank und Benny auch. Dankeschön. Typhos, Mittwoch, glaube ich. Mittwoch, ja? Warum steht auf dem Bildschirm? Wo? Digga, diese Finger sind schon geil, oder? Ich bin Miyamoto, Ihre Gebäudemanagerin. Entschuldigen Sie, aber leben Sie alleine? Ist gefährlich für eine Frau. Ja, Bro, als ob man sich so aussuchen könnte. So, okay, jetzt nehme ich den Partner, damit ich nicht alleine lebe. Haben Sie einen Freund? Im Moment nicht. Nein. Im Moment sagen Sie also, hatten Sie bis vor kurzem einen? Was eine Verschwendung. Sie weiß auch zu viel. Typhoon, keine Ahnung, das überlege ich mir morgen. Warum habt ihr euch getrennt? Digga, what the fuck? War ein schlechter Mensch? Gab es einen schlimmen Grund? Oh, Verzeihung. Das geht mich ja nichts an, nicht wahr? So, guck mal, es kann ja nicht sein, dass man sich einfach auseinandergelebt hat. Guck mal, es muss ein schlimmer Grund gewesen sein. Geil. Du bist nicht alleine, du hast Grogu und Ava und Barrack. Eben. Wieso leben sie ja alleine? Los, erzählen sie mir deine Lebensgeschichte. Das ist Safe Isle of Nina. Boah, ich sag's dir. Ach du heilige Makrele. Tschüss. No Love Nina. Guter Name.
Ja klar, Beziehungen enden immer in einem Weltkrieg, True. Hä, immer, Drama ist Pflicht beim Schluss machen. Imagine die Rente jetzt wieder rein. Okay. Es ist keiner reingerannt bisher. Oh mein Gott. Gina, die will echt zu viel wissen. 189.000 Flo, dankeschön! Lässt Küsschen da 40 Bits. Bro, Flo, vielen Dank für den fetten Support heute im Stream, Meister. Danke dir. Ja, ist bestimmt eine wunderbar gute Entscheidung, hier alleine rauszugehen, ne? Hallo! Wird eine Frau, die alleine wohnt, oft gefragt als ein Mann, der alleine wohnt? Eigentlich nie. Also, ist hier irgendeine Frau im Chat, die das schon mal gefragt wurde? Safe nicht. Das ist nur so ein Horror-Japan-Ding. Ist viel zu gruselig. Perfektes Game zum Schlafen gehen, Alter, Blätter Inkling. Es gibt nichts Besseres. Ich sag's dir, wie es ist. Oh, das haben wir im Trailer gesehen, die Stelle hier, ne? Imagine, irgendwann kommt mal jemand einen Aufzug durch die Decke. Ich traue dem Game alles zu. Wurde das noch nicht gefragt? Nope. Okay. Okay. Ich liebe es, wenn man nicht okay sagt, sondern so, okay. Scheiße, der Boss ist da. Philosophia.de. Vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Was habt ihr Schönes gemacht? Kann mal irgendwer einen Shoutouts rausgeben, so auf süß? Das wäre wunderbar. Mir wurde irgendwann mal Closing Shift vorgeschlagen. Und dann bin ich generell auf diese Reihe gekommen von den Machern. Und seitdem bin ich verliebt. Dreh dich mal bitte ab und zu. Warum? Why? In Japan nichts los auf den Straßen. Da ist doch immer Highlife. Ah. Es passiert wieder zu viel. Yo, dankeschön für den Follow. Einen wunderschönen guten Abend. So, aber was habt ihr Schönes gestreamt? Nee, komm, einfach daheim bleiben. Ist so. War... Oh nein. Das ist der Laden aus dem Game, ne? Uh-oh. Nur Abendessen. Ich hab echt Hunger. Nur eines wird nicht reichen. Der fährt dich gleich um. Ich hab das ganz dumme Gefühl, da ist jemand hinter dir. Außerdem brauche ich Alkohol und Getränke. Wofür? Wir haben Marble gemacht. Jawohl. Sehr, sehr nice. Junge, dieser Geschäftsmann. Flo 189.279 lässt Küsschen da 25 Bits. Gehe jetzt schlafen, wünsche dir und dem Chat eine wunderbare gute Nacht. Alles klar. Und wann wäre der nächste Stream auf YouTube oder Twitch? Nächster YouTube-Stream ist morgen Abend und Twitch Mittwoch. Und vielen Dank nochmal für 25 Bits. Danke für den fetten Support heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Hello again, lieber Stalker. Ja. Hello again, wie er da einfach steht. Hi. Hallo, lieber Mann. Was gucken Sie sich denn da an? Digga, hä, kann ich mich hier... Thank you for the support. Gerne. Was ist denn das hier so für Zeitschriften? Gucken Sie sich gerade Schmuddelmagazine an. Warum sind wir so klein? Ist das für ein Magazin? Oder das? Oder das? Oder das? Oder das? Oder das? Uh-oh. Vagina Nina. Nikolas, Bro. Dankeschön für dein Gift-Zap. Junge, du bist so ein Clown, Digga. Ey, Liebe geht raus für den Support. Max gönn heute auf Ehre. Rein damit. Instant-Nudeln, genau. Glaubt, das sind die Leute, die ihn supporten auf Patreon. Ich glaube auch. Nimm das mit, genau. Sandwich, genau. Noch ein Getränk, genau. Okay, sind wir durch? Dieses oder das erinnert mich an Mr. Krabs mit den Bildern in der Wohnung, ja. Eis. Ich will unbedingt eines, okay? Bro, wo ist der Kapuzentyp hin? Hey! Geht's dir gut? Hallo?
Hallo! Der läuft wie Goofy. Hat schon Swag, oder? Bro, wie ich hier einfach so viel anklicken kann. Hat Stil. Würde. Ich auch. Ist sie so unfähig oder sich selber ein Sandwich zu machen? Bro, sie ist Streamerin. Na klar, wir können alle gar nichts. Junge, wo ist der Kapuzen-Guy hin? Digga, wo ist das Eis hier? Klar, wenn so ein Psycho einen verfolgt, denkt man an Eis. Ja klar. Ist doch das Erste, woran ich denken würde. Der Bruder hat zu lange auf sein Handy geschaut und sein Nacken ist stehen geblieben. Ja, passiert, würde ich sagen, ne? So, wir nehmen so ein Eis mit. Okay, wir haben alle Einkäufe. Aber was, wenn das wirklich zwei Stalker sind, die uns verfolgen? Nachdem ich ein Eis gegessen habe, werde ich was Salziges wollen. Ach, Digga, halt doch einfach der Maul. Ja, jetzt nehmen wir was Salziges mit, genau. Eine letzte Sache noch, was sieht denn gut aus? Hä? Ja, das sieht gut aus. Nimm mit. Die Kassiererin macht mir auch so dezent Angst. Ja, ein bisschen, ne? Ja, Tim, die Mucke ballert. Demnächst erstmal Videos einbauen. Das ist ein großes heutiges Abendessen. Tschüss, Verkäufer! Lange nicht gesehen. Wer bist du? Riki! Rikia! Ah. Bitte lauf nicht weg, ich muss dir was Wichtiges sagen. Hör auf. Ach so, das ist mein Ex-Freund. Warum sind alle Leute in dem Game sus? Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert. Deshalb bin ich hier, um mit dir persönlich zu sprechen. Was für Schultern, Junge, der trainiert. Zombie Bro, ich grüße dich. Willkommen im Stream. Deine Freundin verhält sich verdächtig. Nein, sowas will ich nicht hören. Komm schon, sag doch sowas nicht. Hör mir wenigstens zu. Hey du, was machst du da? Ist das nicht der Müllsammler? Stimmt, könnte sein. Schreib mir. Tschüss. Die wollen alle was von der Fame Nina. Ja, aber guck mal. Mama, schau her, dein Sohn hat... Deine Tochter hat es endlich geschafft. Gib mal einen Workout-Plan für die Schultern. Würde ballern. Lila Donika 95 lässt Küsschen da 29 Bits. Guck mal, wie er auf Abstand Nacht, geht. David, ich habe dich und den Stream ganz doll lieb. Freue mich auf den nächsten Stream. Bis zum nächsten Stream. Annika, vielen Dank für 29 Bits. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schlaf gut und hab einen richtig schönen Start in die neue Woche. Freut mich, dass du hier warst. Guck mal. Ich lasse ihn jetzt auf der Straße, der wird einfach überfahren. Stonks. Hallo, wo Auto? Nikolas! Bro! Suchst du gerade alle Ninas raus? Alter, was passiert hier? Nikolas, dankeschön für den Gift-Sub an Nina Vagina. Vanessa, dankeschön für den John Cena und Nino. Dankeschön für den Raid. Meister, wie geht's dir? Hashtag Zitrone, Schikane, grüß dich. Henovic am Start. Freunde, habt ihr, wahrscheinlich habt ihr Mario Kart gespielt, oder? Mit sowas von rückwärts rennen? Ja. Shoutout, sehr nice, dankeschön. Richtig und wichtig und so. Bro, was ist das für ein Auto? Ich lock ihn wieder weg. Wer nennt sich aber auch Nina Vagina? Ich finde den Namen irgendwie cool. Safe, der kommt mit in den Aufzug. Hoffentlich. Der Bruder will nur einen schönen Gjat sehen. Was ist ein Gjat? Bruder, sind das Werwölfe hier? Was ist das für eine Gegend? Bro, das sind einfach Wölfe. Wie obvious will man sein? Ja. Hey, du da! Bro will nur Gött. Bekommt er aber gar nicht, nein. Okay. Digga, wer läuft denn nachts alleine so eine Gasse? Nintendo 33 lässt Küsschen da 10 Bits. Typisch. Nikola immer mit seinen Vaginas. Aber EY, ich kann den Jungen verstehen, er ist ein einfacher Mann. Wünschen wir Nikola alle Vulvas der Welt, sich die Lippen leckender, smiley lächelndes Gesicht mit Herzen. Bro, er hat ganz auf euch den gleichen Weg. Wenn ihn danke für 10 Bits. Seid ihr bereit für den nächsten Jumpscare? Digga.
Nikolas! Bro! Dankeschön! Danke geht's! Nikolas-Marx gönn heute auf Ehre. Dankeschön. Ich will da nicht drauf drücken. Andildo David, Digga. Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Name? Ey, vielen Dank für den Support. Ich will da nicht drauf drücken. Hey, das ging gut. Ah ja, der weiß eh, wo ich wohne, ne? Ey, imagine, der steht jetzt schon hier oben. Warum ist dieses Spiel eigentlich so? Bro! Okay. Digga. Aber er wohnt ganz da hinten. Digga, der wollte losrennen, ne? Alter, ich hätte nicht gedacht, dass so eine Gänsehaut kriegen kann. Heftig, oder? Er ist doch ganz kurz gerannt, oder? Oh. Was ist das für ein Game? Das ist ein Horror-Game. Parasocial. Ich werde verfolgt. Das ist echt unheimlich. Ich habe Angst. Wo ist Azuka, wenn man sie braucht? Oh nein. Oh nein. Azuka. Bist du jetzt zu Hause? Hast du abgeschlossen? Ja. Meine Tür schließt automatisch ab, soll ich die Polizei rufen? Vielleicht ist besser, das erstmal nicht zu tun? Okay. Selbst wenn sie kommen, wäre es gefährlich, das könnte den Typen provozieren. Ja, was soll ich machen? Trotzdem wäre es wohl am besten... Alter, Digga, spam mich nicht, hör mal auf, mich so zuzuspammen. Lexi, danke für den Follower. Bin noch nicht dazu gekommen, um Hallo zu sagen. Bin voll am Zocken, aber hallo, bin auch vom Raid. Alter, Lexi Lavo, ich grüße dich. Danke für den Follow und Ehre, dass du hier bist. Alter. Junge, wie viel will man mir noch schreiben? Bruder, die chatten wie Speedy Gonzales. Hallo. Hallo. Hä? Oh oh. Ich lese es mir gleich durch. Ich mach mir... Es wird immer lauter. Oh, vorbei. Das wird wahrscheinlich derselbe Kerl, der diese Nachrichten geschickt hat. Warte mal, geh auf jeden Fall morgen früh zur Polizeiwache und mach nicht zu viel Stress. Pass auf dich auf und schreib mir wieder. Alles klar. Dreyfus! Dankeschön! Alter! Triforce_ Ey, Triforce, dankeschön für 2 Jahre! Junge, wo ist denn die Zeit hin? Oh mein Gott. Ich kann das alles nicht mehr. Triforce, was geht, Mann? Und alter Döner! Danke, dass du dein Urwald beseitigst. So konnte man dein Grundstück besser bereisen. Immer wieder gerne, Döner. Bro, danke für 35 Monate auf der 2. Stufe. Bro, ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Und sage SPL, ey, vielen Dank für den Raidmeister. Einen wunderschönen guten Tag. Was habt ihr Schönes gemacht? Alter, was ist los? Dieses Nock. Philosophia ist krass, ne? Das klingt so realistisch. Manu Itami, danke für den Follow. Einen wunderschönen guten Abend. Ey, Estul, keine Ahnung, was heute los ist. Ich sag's, wie es ist. Oh, ich will diese unbekannte Nachricht nicht öffnen. Oh, oh nein. Oh nein. Nikolas! Dankeschön für deinen Gifted Sub an Booty Benny. Alter, was sind das für Twitch-Namen? Wo findest du die Leute? Oh. Ui, wo findest du die Leute? Hose ist wieder hochgerutscht, Freunde. Ha! Hu! Ha! Hu! Okay. Bist du dir sicher, dass du deiner Freundin trauen kannst? Denk dran, was dein Ex gesagt hat. Oh oh. Splitbit, dankeschön! Reelt.
Dankeschön für 50 Bits. Verzieh mich dann mal ins Bettchen und bin dann im Lurk, weil ich dich auf dem Fernseher weiterschaue. Aber schon mal einen wunderschönen Abend noch. Nach Taran Shiny, das wünsche ich dir auch. Ne? Hab einen super Start in die neue Woche. Danke, dass du hier warst. Und danke für den fetten Support heute. Bis dann. Okay. Ist es in Ordnung, ihn einfach zu ignorieren? Gibt's andere, denen du vertrauen kannst? Kannst du dich auf nur eine Person verlassen? Wenn ich du wäre, würde ich meinen Horizont etwas erweitern. Naja, du wirst schon alleine zurechtkommen, denn egal was du machst, du gehörst mir allein. Allein, allein. Blockiert lassen, Blockierung aufheben. Digga, David, ich sitze gerade in einem stockdunklen Zimmer, wo man nichts sieht und dann kommt er und mein kleiner Hund springt auf mein Bett und ich habe meinen Jumpscare des Lebens gekriegt. Ja, das glaube ich. Vorsicht. Parasoziale Beziehung gone wrong. Asta, ja, so heißt auch das Game, ne? Also, ja. Freunde, soll ich blockieren? Wem trauen wir? Aber warum sollte man der Freundin nicht trauen? Aufheben. Okay, Blockierung aufheben. Ist das wirklich okay? Ja. Lass es uns nochmal versuchen. Entblockt. Was soll das heißen, meine Freundin verhält sich verdächtig? Redest du von Asuka? Ich hätte es nicht gemacht. Blockieren, ich will ein bisschen Drama sehen. Du hast mich entblockt. Danke. Was passiert? Es geht um Asuka, aber... Neulich war dein Gesicht während deines Streams zu sehen, oder? Ja. Woher weißt du das? Eonre! Alter, was für eine sexy Farbe hast du? Sorry, ich habe mir halt Senra Ninas Stream angeschaut. Nun, der Face-Reveal hat sich schnell verbreitet. Hätte ich so oder so mitbekommen, wurdest du gehackt? Bro, es soll um was anderes gehen. Was hat das mit Asuka zu tun? Ich denke, Asuka steckt in der Sache mit drin. Schau dir das an. Was ist das? Nikolas, danke für deinen Gifted Sub an Syphilis Benny, Digga, what the fuck. Dankeschön. Ich möchte es ja selber nicht glauben. Schließlich ist sie deine beste Freundin. Aber bei dem, was ich gesehen habe... Außerdem hat Asuka als einzige freien Zutritt zu deiner Wohnung, oder? Ich kann nicht anders, als sie verdächtig zu finden. Ich weiß, es muss hart für dich sein, aber denk doch mal drüber nach. Ich habe eine neue Nachricht? Asuka. Das ist unmöglich, aber das Bild ist eindeutig. Ich habe keine Wahl. Vielleicht Photoshop? Wieso stalkt sie eigentlich jeder? Weil ich berühmt bin. Ich muss sie blockieren. Nee. Lies erstmal die Nachricht. Nein! Nein! Hä? Oh nö. Oh nein. Oh nein. Alter, dieses Game macht mich fertig, ne? Oh nein. Oh nein. Emote nicht mehr? Ich habe gerade leider Asuka blockiert. Aber hier sitzt doch keiner. Oh oh, oh nein, Digga, jetzt geht's ab. Ich im Stich gelassen von deiner besten Freundin, Senra Nina, bist in alle Ewigkeit allein, genau wie ich. Einsam und verlassen lebe ich in der Dunkelheit. Siehst du, wir sind gleich. Niemand will kommen und dir helfen und es ist nicht erlaubt, an deiner Seite anderer Menschen zu sein? Was heißt das? Was heißt das? Oh nein, mein PC ist im Arsch. Ich habe meine beste Freundin blockiert. Es klopft jemand an der Fensterscheibe. Digga, ich habe so krasse Gänsehaut. Chant, weil der Avatar aus nichts kam. Man blockiert doch nicht die beste Freundin, dann würde dich niemals verraten oder verarschen. Ja, ich hatte keine Wahl, ich wollte das nicht.
Digga, hört auf mit dem Klopfen. Ich glaube, es ist doch die Tür, oder? Beim guten Stalker versteckt, glaube ich, das Fenster. Die Badezimmertür? Oh nein. 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 Oh Mann, nein! Oh Gott, hör auf mit der Kacke! Okay, ruhig. Es ist nur ein Spiel. Boah, Digga. Sehr unangenehmes Game. Hier ist nix. Alalalalalong. Alalalalalong, long, die dong, dong, dong. Come on! I make you sweat! Na, 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 Everyone crying! Na, 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 na. Baby, I make you sweat! Sweat, 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 sweat. Oh nein. Tschüss! Okay. Was passiert jetzt für eine Horrorkacke? Oh nein. Die Tür lässt sie nicht öffnen. Ja, Bro, was soll ich denn tun? Oh nein, ich hab die Waffe nicht. Oh nein, ich hab die Waffe nicht. Töte ihn, los. Live-Chat. Gleich den Schraubenzieher, merkst du? Ich hab den nicht mehr. Gecatcht. Gecatcht. Hab ich verkackt? OMG, in Real-Life-Stream. Erneut versuchen? Wo liegt der? Wo hab ich den hingeschmissen? Ja, Bro, wo ist denn mein... Live-Chat. Du wurdest wiederbelebt? Geil, danke schön. Danke geht's. Versteck dich dabei in Kartons und geh zum Schrank. Bist du tot? Aber hier ist ja kein Schraubenzieher. Ich hab den irgendwie verloren. Bist du tot? Nee? Töte ihn. Ich kann ihn ja nicht töten. Hau. Muss ein bisschen warten. Er geht durch alle Räume. Hinter deinem PC. Und dann musst du zu deinem Schrank. Oh oh. Make you sweat. Sweat, 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 sweat. Ha! Du Hund! Du Hund! Hä? Hä? Aber ich hatte doch ein... Und dann musst du zu deinem Schrank. Muss ich dann warten, bis er zu mir kommt? Pack ihn von hinten. Oh nein. Oh, Bro, das Game ist so schlimm. Okay. Vielleicht musst du es ihm von hinten geben, Bro. Du musst ja auch... Ja, du musst das timen. Och, Digga. Aber der checkt das doch, oder? Okay. Ansneaken. Sneaky Snitch, sagst du? Och, Bro. Okay. Du wurdest wiederbelebt. Dankeschön. Ich hab so Gänsehaut, Mann, ne? Schwieriges Game. Soll ich jetzt rausgehen? Oh nein, der ist noch hier vorne, oder? Ach, der checkt das gar nicht, wenn ich hier bin. Oh nein, nicht, dass er gleich die Tür hier öffnet, ne? Das war dumm. Glitch durch die Wand, okay. Komm bitte nicht rein, ich muss ganz groß kacken. Alter, Ente und Rente. Was hast du für ein Praktikum, Meister? Okay, wie mache ich das jetzt? Okay, komm nicht rein, es stinkt. Ich habe Pupu gemacht. Digga, ist der dumm? Ja, ein bisschen. Aber wie mache ich jetzt Sneaky Meaky? Warum weiß der Chat über den Schraubenzieher? Ja, weil einige das Game schon kennen. Also ich glaube, einige andere Streamer haben es auch schon. Hintere Tür auf- und durchluken? Smart.
von hinten, wenn er dich nicht sieht. Oh, ich hab Angst. Okay. Ich meine in dem Game, weil wir gerade wahrscheinlich live sind, wie es scheint. Okay. Sneaky Meeky, ne? Freunde, schreibt mal alle jetzt in den Chat den Sneaky Meeky Emote. Oh mein Gott, du Hunde. Ihr wisst schon. Mann, ey, erneut versuchen. Ja, genau, den Emote, den Shrobby gerade reingeschrieben hat. Sneaky Meeky. Und den Julian. Der ist gut, der Emote. Der ist gut, du Hundekeks. Ja, ja. Der kann mich gar nicht sehen, oder? Guck mal, wie langsam er läuft. Der kann mich gar nicht sehen. Bobby lässt Küsschen da ziehen, der oh Mann. Und nicht Aber für mich ist es der Sneaky Meeky. Okay, der Creeping Alert. Okay. Ja, genau der. Warum rennt er so schnell? Forrest Gump. Ja, Bro, wo verstecke ich mich denn am besten? Ich weiß es nicht. Wieder. Junge, ist das gottverdammt laut. Baywatch auf Rish bestellt. Creeping, 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 creeping. Deswegen musst du links stehen, dann kannst du ihn packen. Ah. Also wo links stehen? Lass mich doch in Ruhe kacken, bitte. Links im Schrank hier? Ich finde Creeping klingt lustiger als Sneaky Meeky, findest du? Und jetzt kann ich ihn abstechen. Genau so meint ihr das? Hier in der Ecke? Ich glaube, er kommt näher. Nee, denke nicht. Eigentlich schon. Okay. Alter, Shrobby, bitte. Sneaky Meeky wäre zu geil. Wie die Tür von alleine zugeht, Alter. Okay. Zum ersten Mal seit langen Jahren lediglich Angst bei einem Game. Nash, es geht mir ähnlich. Bro, das Game, das ballert irgendwie. Nehm ihn von hinten so richtig ran. Okay. Aber wo ist er? Alter, geil. Sneaky Meeky. Freunde, jetzt könnt ihr den Sneaky Meeky Alert rein. Piek mal ein bisschen. Kann ich nicht. Wie piek ich denn? Mit welchem Knopf kann ich pieken? Nintendo 33 lässt Küsschen da oh. Mach mit dem was. Mach okay, warte, dem, was? Nikola von mir will. Okay, ich verstehe. Wo bleibt der? Muss ich einfach linke Maustaste drücken? Interagieren. Left Click. Nee, meine einfach ein bisschen gucken, wo er steht. Oh nee, will ich nicht. Ich traue mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Okay, Freunde. Der Emote heißt jetzt Sneaky Meeky. Ich drücke jetzt durchgehend die Maustaste. Aber zusammengeschrieben Sneaky Meeky. Und S und M groß, genau. Oh. Viel Glück, stirb, gruselig, lololololol. Aber wie gucke ich hier hat hin? Heute Morgen eine Ameise gesehen. Oh mein und Gott. Hat der Endstück Würfelzucker gezeigt, dann hat sie dran gerochen und ist weggerannt, um ihre Kumpels zu holen. Dann habe ich das Würfelzucker wieder weggenommen. Nikolas, dann denken die Kumpels Nikolas, nämlich, sie ist eine Lügnerin. Nikolas. Alter, sheesh. Meinte ich kann so sneaken? Junge, Sneaky Meeky in der Wohnung unterwegs.
Oh Mann! Ja, 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 ja! Geil! Erfolgreich! Boah, Digga. Junge, wie er auf einmal hier liegt. Digga, Digga, Digga. Jetzt will ich abhauen, Alter. Oh nee, der wird so safe aufstehen, Mann. Oh nein. Warum hast du auf einmal schwarze Augen und sie sticht mich ab? Warum? Alter, ist das ein unangenehmes Spiel. Digga, warum? Ich lebe noch? War das ein Albtraum? Maybe nur ein Traum. Nein, halt dein Maul. Bro, ich hätte mich ja so eingepisst, wenn ich sowas träumen würde, ein Traum. Gott sei Dank. Das hat mir echt Angst gemacht, ich bin so müde, obwohl ich lange geschlafen habe. Stimmt ja, ich muss zur Polizei. Es ist schon Abend. Eigentlich wollte ich bis zum Morgen wach bleiben, ich muss was gegen den Stalker machen und mit jemandem drüber sprechen. Ich muss los, bevor es zu dunkel wird. Ich bin so müde. Alter. Digga, ich dachte, das Game wäre jetzt vorbei. Das war echt ein Holy Moly Moment. Freunde, kann man noch sagen, wie lang das Game ist? Schade, doch kein neuer Mitbewohner. Azuka ist blockiert. Was ist los? Was ist passiert? Was geht bei Mama? Warte, was? Momentan macht's dir vielleicht Spaß, aber du kannst noch nicht ewig weitermachen. Ich kann dich einfach nicht dabei unterstützen, selbst wenn ich's wollte. Du weißt doch, wie ich mich dabei fühle, oder? Ein bisschen noch. Kann man das sagen? Weil ich merke langsam, dass ich schon ein bisschen müde werde, so an sich. Ich würde sowas träumen, würde ich straight up umziehen. Heftig, oder? Ich bekomme gleich Stressschiss, Alter. Für was habe ich mir in die Hosen gemacht? Für einen Traum. Die unbekannte Nummer ist weg, ja. Puh, 30 bis 45 Minuten maximal. Das Endkapitel meine noch so 20 bis 3. Ja, okay, komm, wir ziehen durch. Ja, wir ziehen durch. Mache ich mir jetzt noch ein Getränk auf? Ja, nein, vielleicht. Das Spiel ist hier wirklich gruselig. Ey, es ist sehr unangenehm, Shrobby. Heilige Makrele. Oh. Zieh durch wie Mehl durch die Nase. Okidoki, Artischoki. Stay hydrated. Don Zapdos. Digga, was ein Emote. Auf dich. Junge, Junge, Junge. Bitte nicht. Danke. Junge, dieser... okay, 7TV ist schon cool. Das hat schon Swag, Shrobby. Danke dir für die Empfehlung. Bro, wie einfach die Straße hier blockiert ist. Jetzt erstmal auf Sneaky Meeky zur Polizei steppen. Ja, muss ja, ne? Ey, diese Wörter von den neuen Emotes werde ich mir niemals merken können. Ja, also am PC kann man sich's runterladen, da muss man sich das nicht merken. Robby lässt Küsschen da 10 Bits. Bei Hashtag Stay Hydrated Kanalpunkte müsst ihr immer Drink schreiben. Oh. Da habe ich mich verschluckt. Junge, wie die Polizeiwache direkt hier unten ist. Hilfe. Hallo. Guten Tag. Gibt's ein Problem? Ich wollte mit Ihnen etwas besprechen. Ist das so? Dann lassen Sie uns wohin gehen, wo wir gut reden können. Klar. Also nicht auf der Polizeiwache? Nein, nein. Auf der Wache werden Sie nervöser, oder? Solche Leute gibt es öfter. Lassen Sie uns zum Park in der Nähe gehen. Okay. Period. Alter, Sunflowers, mir geht's genauso. Digga, wie ich einfach mit dem Polizisten hier im Park sitze. Vielleicht wurden sie gehackt. Darüber hinaus werden sie gestalkt. Ein Hacker und ein Stalker. Wahrscheinlich sind die beiden die gleiche Person. Leider können wir da nichts machen. So ganz ohne Beweise. Wenn sie wieder Probleme mit dem Stalker haben, würde es zu lange dauern, die Polizei zu rufen. Bitte rufen sie dann direkt mich an. Digga, das ist auch safe, der Stalker.
Guck mal, er sieht so ein bisschen aus wie mein Tätowierer tatsächlich, muss ich sagen. Beste Grüße an Nadelboy. Okay, ich bin immer in der Nähe der Wache. Wenn was ist, werde ich direkt bei Ihnen sein. Welcher Polizist geht mit einem in den Park? Der ist schon so ein bisschen sus, ne? Ich gebe ihm meine Nummer. Meine Nummer, 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 Nummer. Hä? Das ist eine billige Anmache. Rufen Sie mich jederzeit an. Ich werde bei meinen Patrouillen extra wachsam sein. Also haben Sie bitte keine Angst. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich drücke Ihnen die Daumen. Das ist doch safe, der Stalker. Vielleicht ist der Polizist der Stalker und der Hacker die gleiche Person. Okay, beginnt jetzt das Endkapitel. Ich glaube ja. Warum kann ich eigentlich nicht sprinten hier? Ist das wirklich okay? Ich mache mir Sorgen. Hä? Kam das aus der Wohnung? Oh, Bro. Ich habe Angst. Kein Problem. Vor allem, warum ist unsere Wohnung so special beleuchtet? Dreh dich um, bitte. Ich hab's getan. Ich hab immer noch Angst. Asuka kontaktieren? Ja. Sollte ich sie wirklich kontaktieren? Ja. Ja, ja, okay, alle sagen ja. Ja, mach, vielleicht ist der Polizist der Stalker und der andere Typ nur Ablenkung. Hey Asuka, das war nicht so gemeint mit dem Blockieren. Just do it? Okay. Sorry, ich hatte dich blockiert. Ich weiß einfach nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Ich weiß, das ist egoistisch. Die ganze Welt dreht sich um mich. Uh-oh. Denn ich bin nur ein Egoist. Und das Game so fragt ihn das dumm, ja? Ist aber halt Zeit für mich, mit dem Stream anzufangen. Sie antwortet nicht mehr. Aber ich werde mich dann auch mal auf Sneaky-Meaky-Basis ins Bett legen. Alles klar, Vieh. Ich wünsche auch noch einen geilen Abend, schlaf gut und hab einen geilen Start in die neue Woche. Achso, die Nachrichten kamen nicht an, weil ich blockiert war. Ist schon okay. Ich habe heute früher Feierabend gemacht und bin in der Nähe. Uh-oh, bin sofort da. Uh-oh. Ist es vorbei? Hat sie gewonnen? Du hast mich begonnen. Nee, wie hieß das? Hallo? 20 Minuten später. Du hast mich gebonnen. Gebonnen hast du mich. Digga, Alter, habe ich ja einen mächtigen Schiss abgelegt, oder? Du hast meine Liebe gebonnen. Du hast mich gebonnen. Alles klar, Tim, verständlich. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich bin dein Hauptpreis. Okay, sie hat kein Messer in den Händen. Sie ist nur freaking gruselig. Du hast mich gebonnen, dein Name. Geht's dir gut? Ja. War das Stalker wieder da? Nein, das nicht, aber ich fühle mich echt unwohl. Verstehe. Warst du bei der Polizei? Ja, ich hoffe, ich kann dir irgendwie helfen. Tut mir echt leid, dass ich blockiert hatte. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Ich weiß, du machst gerade eine schwere Zeit durch. Ich bin froh, dass du dich noch so auf mich verlässt. Mir wurde ein Foto gezeigt von dir mit diesem Mann. Ein Foto mit diesem Mann? Oh, redest du von diesem seltsamen Kerl, der mich in der Nähe angesprochen hat? Ich wusste, dass was nicht gestimmt hat. Er war also der Stalker, von dem du geredet hast. Uh-oh. Die Grafik ist gemacht, um sich zu gruseln. Malkador, genau so ist es. Echt beängstigend. Er kam aus dem Nichts zu mir, hat einfach nur gesagt. Er ist auf mich zugekommen. Er hat aber nicht wirklich was gesagt. Also, als ich gehen wollte, hielt er mich auf. Also fragte ich ihn, was er wollte. Ich dachte, vielleicht hat er sich verlaufen oder so, also habe ich darauf gewartet, dass er was sagt. Hatte aber nie und ist dann einfach gegangen. Davon hat also jemand Bilder gemacht. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt hatte. Ist schon gut, mach dir keine Sorgen. Jeder wird doch skeptisch werden bei solchen Bildern. Also, was soll ich machen? Soll ich dir einfach etwas Gesellschaft leisten? Ja, das wäre lieb. Alles klar. Mir wäre es am liebsten, wenn du eine Pause einlegst, aber das wird wohl nichts, was? Ja, ich muss hascheln. Hascheln muss ich. Lass mal Nina stalken. Let's go. Du hast sie doch im Traum blockiert. Nee. Ich glaube, im Traum habe ich sie nicht blockiert, sondern, ne? In echt. Ja, ich werde irgendwann umziehen, meine Schöne. Ihre Haare sehen so gruselig aus. Okay, ich fühle mich schon wohler. PC benutzen? Ja.
By the way, Ausrufezeichen Fuß. Oh, Phil, lass mich... Ach, Bro, was soll der Müll? Hä, ist sie nicht mehr da? Und mich... Ach, dieses Drecksgame. Digga, das ist doch meine Straße, Mann. Wir spielen heute das Spiel von gestern weiter. Entschuldigung, die Störung. Ich frage mich, was für ein Level es heute sein wird. Wollt ihr nur Bescheid geben? Im Kühlschrank ist nichts mehr zu essen. Ich hole schnell was vom... Alter, Maul. Nein, bitte bleib. Ist schon okay? Ist nicht weit. Trotzdem. Wird nicht lange dauern. Bin sofort zurück. Ich freue mich. Das sieht echt aus. Ist das die Streamerin, die aus Versehen ihr Gesicht gezeigt hat? Ich kenne diesen Ort. Du wirst noch dick, wenn du nur Fertiggerichte isst. Ist Reiko heute da? Hoffentlich kannst du es heute durchspielen. Oh-oh. Mallorca ist schuld? Warum ist denn Mallorca schuld? Digga, das ist doch unser Laden, Bro. Es ist unser freaking Laden. Das ist exakt meine Straße. Oh nein, wisst ihr, was passieren wird? Das ist gerade ein Livestream. Unsere Freundin wird da gleich langkommen und wir werden sie erstechen. Unsere Freundin ist hier gleich, ne? Vor der Haustür. Sie wird hier gleich langlaufen. Das sind Live-Aufnahmen vom Stalker. Oh nein. Kai! Dankeschön! Danke für den Gift, Zappertipp! Digga, verdammte Kacke. Warte! Sag mir nicht, dieser Ort ist... Stimmt was nicht? Digga, seht ihr diese Nachricht? Vielleicht kennst du den Ort. Isle of Nida, stimmt was nicht? Hä? Stimmt was nicht? Dach, dach! Boah, einfach in die Fresse boxen, Mann! Puh. Oh oh. Rein geht's. Oh oh. Stimmt was nicht? Alter, Zaubi Bro, so eine provokante Nachricht, ne? Oh, Digga, wir sind direkt vor meiner Tür. Oh, fuck. Ich steuere mich gerade selber in den Tod. Das ist gar nicht gut. Guck mal, wie mein Avatar sich auch bewegt. Junge, das ist echt unangenehm. Heftig, oder? Nope, 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 nope. Mach es. Ich glaube, du steuerst Asuka? Da bin ich. Gibt's da was? Mir geht's heute nicht so gut, deshalb beende ich den Stream etwas früher. Was ist los? Alles in Ordnung? Der Raum ist ganz schön groß. Hast du Bauchschmerzen? Ist das Horror? Ruh dich aus. Keine Sorge. Bitte lass es sein. Digga, naja, du bist dem Killer eins voraus. True. Ich will mich nicht nach links drehen. Da ist keiner. Tut mir leid, Leute. Oh oh. Warum? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, da war ich baden. Das sind die Aufnahmen. Das sind die Stalker-Aufnahmen. Hallöchen. Der Polizist wollte sofort kommen. Wo ist er? Oh nein, da habe ich geschlafen. Da hat er meine Füße gefilmt. Meine königlichen Füße. Ey, das ist gar nicht gut. Das ist schrecklich. Ich muss wen anrufen. Boah, jetzt kann ich entscheiden, wen ich anrufe. Asuka, kann man nicht anders sagen. Rikia, Gebäude, ganz ehrlich, alle sind sus, ne? Polizei. Bitte sei nicht sus. Bitte sei nicht sus. Ich glaube, Rikia hätte man auch anrufen können, oder? Oh, sie sind es. Ich stecke in Schwierigkeiten. Um geht's um einen Stalker, verstehe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Was mache ich nur? Ich muss mich verstecken, bis Hilfe kommt? Oh oh. Hat dir das Game gefallen? Ich würde dich zu gerne sehen. Heute können wir uns treffen. Gut, wir sehen uns. Du hast eine Minute?
Ich muss mich verstecken, bevor er kommt. Bevor er kommt und erscheint, ne? Bro, ich werde so safe verrecken. Tipp? Oh nein. Gibt's hier einen Tipp? Ich muss mich verteidigen, aber wie? Genau, ich brauche eine Waffe. Oh nein! Oh nein! Habe ich den Schraubenzieher? Schraubenzieher noch? Oh nein! Wo ist denn das? Ist so krank heftig, oder? Tipp? Ja, bitte. Wo ist der Schraubenzieher hin? Hol die Shotgun, Alter, Digga. Manu, geiler Emote. Mann, was für eine Waffe brauche ich? Nachtschrank auf. Oh nein. Eine Bratpfanne! Ich hau ihm richtig eines über den Dötz. Oh oh. Der Sound ist auch ziemlich dolle creepy. Ey, danke für den Tipp. Noch 30 Sekunden. 20? Das ist Real-Life-Time gerade, ne? Okay. 10. Und gleich ist er da. 5. 3. 2. 1. Go. Das waren aber lange 10 Sekunden. Heftig, oder? Maybe hat er Azuka als Geisel. Akku leer. Natürlich ist der Akku leer, ne? Was denn noch sonst? Hier ist mein Messer, Bruder. Ramm ihn bitte einfach das Messer rein, okay? Digga, hört auf zu klopfen. Ich kann aber Pause machen, das freut mich. Benny, heftig, oder? Selten so ein unangenehmes Game gespielt. Kommt er zu mir? In die Fresse, Rap. Jetzt gibt's Hack-Mack. Okay, also der macht gerade, glaube ich, die Türen auf oder sie, je nachdem. Lass mal ohne Pause klicken machen. Ja, aber es geht leider nicht so. Was hat er gerade geöffnet? Oh, er hat die Jalousien geöffnet. So verdammt unangenehm, die Situation, ne? Ramm ihn einfach das Messer rein, oder ihr? Mach Ansagevideo. Schmeiß aber nicht mit Wattebäuschen. Ich probier's, ja. Digga, wie ich die ganze Zeit noch dieses V-Tube-Poster dort sehe. Das ist jetzt wenigstens das Ende vom Game? Ich hoffe ja. Boah, das ist wirklich selten so ein unangenehmes Game gespielt. Kommt er gar nicht zu mir? Boogie Bombs. Was ist Boogie Bombs? Vor allem, wo bleibt eigentlich unsere Freundin? Ich höre leider nichts gerade. Woran das wohl liegt? Und dann noch nicht Stalker und dann noch mit einer Waffe rumwedeln. Zwecklos. Das hier ist kein Spiel. Bin ich tot? Scheiße, ich hab den ersten Text weggeskippt. Oh nein. Wer bist denn du jetzt? No risk, no fun. Oh mein Gott, wer ist das? Ist das der Polizist? Oh. Füße. Oh mein Gott, Digga. War das eine gute Entscheidung, den Polizisten zu rufen? Ich bin froh, dass Rikia mir zu Hilfe gekommen ist. Der Polizist, der mich beraten hatte, informierte mich daraufhin, dass der Stalker gefasst wurde. Scheinbar war er ein Fan von Senra Nida und während er sich täglich meine Streams ansah, verlor er sich in der Vorstellung, ich sei seine Freundin. Die Beziehung zu einer Internetpersönlichkeit falsch einzuschätzen und der festen Überzeugung zu sein, man wäre in einer intimen Beziehung, nennt man Parasocial. Freunde! Ey, lasst euch drücken. Aber warum war der Ex auf einmal da? Ich habe keine Ahnung. Jetzt noch den ersten Tipp zum Versteck. Gerne, Katie. Es soll viele Vorfälle wie den Main geben. Mir wurde geraten. Das ist nicht das True Ending. In Zug, um vorsichtiger zu sein. Nachdem alles vorbei war, hatte ich das Gefühl, tief in der Schuld von Rikia zu stehen, der mir geholfen hat. Also entschloss ich mich dazu, mit ihm auszugehen. What the fuck? Da hätte ich jemanden gefunden.
Digga, das Game ist noch nicht zu Ende? Was ist los? Du bist ja ganz in Gedanken versunken. Ist ja auch kein Wunder nach all dem, was du erlebt hast. Parasoziale Beziehung, David, ich stehe morgen auch auf Sneaky Meeky vor deiner Tür. So ehrenhaft ist der Ex nicht. Oh-oh. Aber jetzt bin ich ja bei dir, nicht wahr? Ja? Jetzt können wir für immer zusammen sein. Oh-oh. Also gut, ich gehe ein paar Blumen pflücken. Oh-oh. Ich muss abhauen. Oh nein. Es tut leid, wenn du dich wegen mir schlecht gefühlt hast. Azuka, aber könntest du dir bitte das hier ansehen? Ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er war der Stalker. Wenn ich Azuka geglaubt hätte. Der Ex hat den Stalker bezahlt. Wer war der Stalker? Der Ex-Freund. Verlassen, erneut versuchen? Was passiert denn, wenn ich erneut versuchen drücke? Starte ich komplett von vorne? Hä? Ah, okay, dann rufen wir nochmal Azuka an. Ich will, also das Good Ending würde ich schon gerne mitnehmen. Ja, ja. Nein, nur die eine Minuten-Szene. Ja, okay, das können wir ja jetzt nachspielen, ne? Dann rufen wir es Azuka an, nicht den Polizisten oder sonst wen. Okay. Ich hab, ja, Azuka kontaktieren, ja. Soll ich sie wirklich kontaktieren? Ja. Genau, dann spielen wir das eben nochmal. Das kann man ja schnell skippen. Das ist ja echt schnell, das Kapitel. Wie kann jeder in dieser Situation sus sein? Heftig, oder? Aber wieso hat der Polizist jetzt den Ex gerufen? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich. Ah, der Ex hat uns schon abgefangen. So, begebe mich jetzt mal auf Sneaky Meeky Basis ins Bett. David, war cool, dich mal wieder zu sehen. Schlaf gut, hoffe, es gibt noch die nächsten Teile. Ja, hundertprozentig, Meister. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Schlaf gut und hab einen geilen Start in die neue Woche. Azuka ist nur sus wegen Aussage des Ex. Ja, ja. Aber der Ex ist der wahre Psycho. Okay, so. Das Geheimnis, wo der Ex herkommt, kommt noch eigentlich. Oh-oh. Oh-oh. Wahrscheinlich über den Balkon, ne? Oh je, Mene. Gut, okay. Ich halt mal lieber den Mund. Oh-oh. Ja, krass, dass ihr die Games alle schon kennt. Ich hab richtig Bock, alle mit euch zu entdecken. Das wird cool. 20 Minuten später. Okay. So, die süße Holde Maid kommt jetzt? Nee, nicht kennen, das Klischee. Okay. Hallo! Ich muss einmal kurz streamen auf süßer Sneaky Meeky Basis. Hi, Baby. Aber wieso kann man mit Azuka nicht zur Polizei? Mit dem Foto? Ich habe keine Ahnung. Ich kenn's, ich muss nachher mal den Anfang schauen. Safe Call. Das ist gerade mega catchy. Ja, ich glaube, kosten die Games Geld? Ja, ja, die kosten alle so 7, 8 Euro, aber das ist ja eigentlich human, so für, ja, 3 Stunden Spielspaß. Wie gesagt, also, ich hoffe, dass der erste Stream noch da ist auf Twitch, weil dann würde ich das gerne auf der Umlautmann hochladen. Ja, Benny, kann man bestimmt. So, Stream geht wieder los. Okay, ja, ja, geh schnell zum Laden. Wir machen gerade erstmal Any Person Speedrun. Na, du, ihr Sneaky Meeky Person. Benjiro! Alter, du Sneaky Meeky! Person, was geht? Und Momo, einen wunderschönen guten Abend. Momo, nicht mal mehr einen Monat, dann ist es wieder soweit. Warte, sag mir nicht. Ja, ja, genau. So, das haben wir ja schon alles gespielt. Jetzt geht's wieder hier rein. Genau. Rein da, für dich ist dann aber doch Fett Plus.
Inwiefern? Junge Benjiro, wie war dein Wochenende? Junge, dieser Emote. So, und jetzt fühle ich mich nicht mehr so gut. Genau, tut mir leid, Freund. Oh mein Gott, da ist ja eine Hand mit einem Handy. Das haben wir vorhin gar nicht gesehen. Und jetzt verschwindet die Hand. Mich fragt man nicht nach dem Wochenende. Ja, Momo. Juckt mich auch nicht. Alter, ist Oma Birgit hier? Mashallah. Oma Birgit, einen wunderschönen guten Abend. Digga, die Hand gerade war echt nochmal creepy heftig, oder? Ich muss wen anrufen. Direkt Asuka. Ja. Let's go. Hoffentlich geht sie ran. Warum geht sie nicht ran? Asukas Klingelton? Oh nein. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Nach nebenan gehen, ja. Oh nein. Oh nein. Ihr Handy. Was macht Asukas Handy hier? Betreten, ja, in die fremde Wohnung. Wir sind in der Stalkerhöhle. Wir sind in der Stalkerhöhle angekommen. Oh nein, warum kann man sich hier verstecken? Digga, der hat ja voll viele Energies. Voll sympathisch. Das ist das Video von vorhin. Ich habe echt Angst. Wer würde so etwas Schreckliches nur tun? Hier sind überall Bilder von mir. Boah, ich bin schon eine Süße, ne? Guck mal, hier waren wir Kaffee trinken. Hier war ich, oi, Memo, schön am Kacken. Geil. Cool. Ja, mach noch unauffälliger. So. Oh nein. Sie liegt hier drin. Befrei sie schnell. Oh oh. Hi, Kevin. Nina, wo sind wir hier? In der Wohnung nebenan, der Balkon war offen. Keuch, keuch, was ein Glück, es geht hier gut. Oh, was für ein Wunder, dass sie entführt wird. Sie wollte nur kurz Abendessen holen. Los, mach dir keine Sorgen um mich. Du musst zur Polizei, jetzt. Hier ist zu gefährlich, schnell, bevor er dich sieht. Na, tolle Wurst, beeil dich. Oh oh. Oh oh. Maximilian, servus! Ich hab Angst. Hallo! Oh nein. Deswegen war sie eben im Stream nicht da auf dem Weg, ja. Sie wurde vorher abgefangen. Digga, ich bin so... Shift rennen. Okay, ich renne. Bitte werde ich nicht abgefangen. Alles klar, Olli, jetzt wo du da bist, habe ich keine Sorgen mehr. Oh mein Gott, der stand da. Oh mein Gott, der stand da. Nimm die Beine in die Hand und fang an zu laufen. Hä? Bro? Hä? Oh, was ist los? Warum haben sie so eilig? Sie sollten nachts nicht alleine unterwegs sein. Gehen wir zurück in ihr Zimmer. Ignorieren oder mit ihr reden? Die ist so sass, ne? Kitty! Danke für anderthalb Jahre. Der ist seit 18 Monaten dabei. Hast offen überlegt, was im Internet teilt. Man weiß nie, welche Person in dem Bildschirm sitzt. Definitiv. Und probiert den Tee, ne? Dankeschön, Katie, für anderthalb Jahre. Naja, aber im Internet muss man definitiv aufpassen, welche Informationen man teilt, ne?
Das ist so. Das habe ich auch gelernt, dass man nicht so ganz offen mit allen Informationen umgehen sollte. Da muss man aufpassen. Definitiv. Danke für 1,5 Jahre. Dankeschön. Nicht reden, das ist doch alles eine Sippschaft. Ignorieren. Die Freundin ist in Gefahr. Frau Nina? Ciao. Ist das nicht der Polizist? Digga, die sind alle so sass, ne? Entschuldigen Sie, ist was passiert? Nachts allein draußen zu sein ist gefährlich für eine junge Frau wie Sie. Klar, der auch noch. Oh mein Gott. Benny, dankeschön. Nintendo 3. Erzählen Sie mir, was los ist. Küsschen da 10 Bits. Wer kennt oder mit ihm reden? Max dir ihren Pfirsich gönnt. Ja, mit ihm reden? Warum denn? Bro, ich check gar nichts mehr. Steckt er mit dem Dude unter einer Decke? Auf erotischer Basis? Er ist wohl auch sus. Digga, what the fuck? So, Benny, dankeschön, ne? Alle sind böse, außer Asuka. Digga, warum ist denn das so? Vor allem, wie ich jetzt erst hier rennen kann. Die sind, glaube ich, alle so. Die stecken alle unter einer Decke. Wie beim Sexualverkehr. Das Good Ending erklärt alles. Okay, alle auf Sneaky Niki unterwegs. Was ist los? Ignorieren. Frau Nina? Ciao. Und weg hier? Sneaky Niki. Entschuldigen Sie, nachts alleine, ja, bla bla bla. Wegrennen. Hey, stehen bleiben. Alter, heilige Scheiße, der verfolgt mich jetzt. Rein in die Polizeistation. Boah, da wird man ja so mega misstrauisch, heftig, oder? Alter, was? Digga, die sind alle sass, Junge. Oh mein Gott. Der Rechtsrape safe. Digga, what the fuck? Alles klar, Olli, hau rein. Junge, halbe Bibel am Ende. Okay. Alter Schwede. True. Digga. Was ein Ende. Ja, es ist vorbei. Ja, wir sind in Sicherheit. Wuhu. Erstmal ein bisschen kochen, ne? Ganze Familie machen Pläne wegen Freunden. Heftig, oder? Ich geh schlafen, David. Schau, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bloodstorm, schlaf gut und hab eine richtig geile Woche. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ein Stich von Asuka. True, ne? Danke, sieht lecker aus. Oh, sorry. Ist nur, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, als ich das letzte Mal dieses Gericht gemacht hätte. Ich könnte nie wieder in dieser Wohnung sein. Heftig, oder? Und jetzt verrät ich die Freundin noch, diese Leute, sie wurden wohl erwischt, das freut mich wirklich sehr, wer hätte das gedacht, sie alle steckten in der Sache mit drin. Nina, du musst so viel durchmachen, wenn ich doch nur gemerkt hätte, wie ernst die Sache war, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist nicht wahr. Alles ist gut ausgegangen, danke, dass du es so siehst, Uck. Du solltest so schnell wie möglich umziehen. Ja, pass auf, dass dir das nicht normal passiert, da fällt mir ein. Ich wollte dir noch was sagen, du hast so dieses Akamanto gespielt, meinst du nicht, es sei zu schwer für dich? Ich habe gehört, die Entwickler haben ein neues Spiel rausgebracht. The Conversion Store. Ah, guck mal, das ist ja auch Werbung fürs nächste Game von den Chillers-Artmachern hier, ne? Geil, okay?
Schau es dir mal an. Junge, diese Werbung am Ende. Geil, Eigenwerbung. Ja, aber das ist sympathische Eigenwerbung. Auf Sneaky Migri Werbung.